Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, willkommen bei Fellner Live. Es ist Mittwochabend, es ist in etwa 22 Uhr. Das heißt, es ist höchste Zeit für das Duell der Woche. Peter Westenthaler zu ihrer Rechten gegen Josef Czap zu ihrer Linken, dort, wo die Herren hingehören. In Kärnten stellt sich natürlich schon auch die Frage, was ist denn dort los, bitte? Wann binnen einer Woche drei schwere Unwetter sind, ja? Die den Leuten dort den Urlaub versauen, wo die Hagelkörner so runterkommen, sicherlich nicht Melonen groß, sondern wahrscheinlich Tennisball groß. Wenn es die Hagelkörner in Norditalien siehst und was sie dort abspielen, kann man da nicht sagen, das ist normal, oder? Lieber Wolfgang, es gab immer Unwetter. Es war im Herbst oder im Früh, im Spätsommer kommen die Hochwasser dann, erinnern wir uns. Und es hat noch bisher nicht, du hast gestern da auch so einen Klimapanik-Schürer sitzen gehabt, vis-à-vis vom, der sitzt immer da, der hat gestern behauptet, es gab handballgroße Tenniskörner. So handballgroße Hagelkörner, sowas hätte ich gerne einmal sehen. Das hätte Handball, das ist ungefähr so, wie jeder weiß, wie groß ein Handball. Also auch da wird maßlos übertrieben von denen, die das brauchen. Das ist ja Futter. Diejenigen, die ja eigentlich nichts mehr zum Sagen haben, weil es in Mitteleuropa also schon überhaupt keinen Sommer mehr gibt. Also ganz normal, wenn es dreimal in der Woche hagelt. Es hagelt ständig und wir haben im Moment keine Klimalage, sondern jeder normale Forscher wird das sagen, wir befinden uns derzeit in einem Wetterphänomen, das wird genau zwischen den beiden den wärmeren Süden und den kühleren Norden in der Mitte liegen. Und diese Wetterlage ist in den letzten Tagen dadurch bedingt, dazu kommt noch das Phänomen, das jetzt das Langfristphänomen sein wird, El Niño, hat im Wald mit der Klimaveränderung auch nicht viel zu tun. Das sind Wetterphänomene. Es gab in dem Land, lieber Wolfgang, du wirst das nicht glauben, schon immer Hagel, auch schweren Hagel, auch Hagel, der alles zerstört hat. Ich kann mich erinnern, im 16. Jahr auf meinem Weinberg am Eichberg in der Südsteiermark, am 15. August 2016 hat es so einen Hagel gegeben, ja, dass dort 95% der Weinerde kaputt war. Nur die Häufigkeit. Ja, dann passiert es halt jetzt häufiger. Aber deswegen kann ich das ja nicht ableiten, und das wird ja gemacht, zu einer Klimapanik, dass der Erdball derzeit verbrennt. Also ich bin das so ist glücklich. Absurd. Das ist wirklich ich bin absurd. So glücklich, dass ich dich jetzt nach dem Professor der Medizin, der uns ja wirklich so gut durch Corona begleitet hat, das meine ich jetzt nicht ironisch, sondern ganz anerkennend. Wir haben immer recht gehabt, dass ich dich jetzt auch als Professor der Meteorologie habe. Und du uns jetzt gesund. Meine Aufgabe ist und uns jetzt durch diesen meine Sommer Aufgabe ist es, hier die Stimme zu erheben die vielen, die sie nicht kennen. Und meine Aufgabe ist es, mich im Vorfeld der Sendungen so gut bei Wissenschaftlern und Experten zu informieren, dass ich diese Dummheiten, die da verbreitet werden, einfach außer Kraft. Bist du jetzt Schmähstart angesichts dieser Kanonade vom Herrn Westen? Nein, man überlegt, ob ich nicht gleich zur nächsten Sendung komme und da nicht unterbricht. Aber ja, das darf man das, nicht. Was mich beschäftigt seit vielen Jahren, und es gibt seit vielen Jahren Waldbrände in Südeuropa, in Amerika, in Kalifornien und so weiter. Aber was mich zum Beispiel jetzt der griechische Minister irgendwie auf die Idee gebracht hat, die Frage zu stellen, welche gesetzlichen Regelungen gibt es eigentlich, dass das Feuerlegen auf Urlaubsinseln wie Rhodos oder in Südfrankreich oder in Kalifornien sich nicht lohnt, um dann dort Feriendomizile, Hotels oder sonst was zu bauen. Das ist ja das Entscheidende. Ich muss doch das in den Griff kriegen, zu verhindern. Das ist natürlich dass die in Häfen. Na, Häfen ist mir zu wenig. Sondern du darfst dort nicht mehr bauen. Du darfst nicht sagen, jetzt ist es zerstört. Ich weiß nicht, wie viele Jahre dort können keine Bäume mehr wachsen. Daher wird es jetzt ein Bauland und man macht dort Feriendomizile. Das muss ja der Hintergrund sein. Also das ist einmal das eine. Das zweite ist, der größte Teil der Brände entsteht auch durch Unachtsamkeiten. Also wie gesagt, ich war vor zwei Wochen auf einer griechischen Insel, die haben dort alle 100 Meter Wassertonnen mit Wasser im Wald. Ja, also die sind vorbereitet. Das ist allerdings auf einer eher grünen Inseln nördlich der nördlichen Sporaden, also südlich von Thessaloniki. Also so machen die das dort. Es sind Temperaturen über 40 Grad schon seit Jahren
in manchen Gebieten... Über 40 Grad, das gibt es nicht, hat der Westenalb. Nein, ich war selber mal in Südspanien, 45 Grad. 45 Grad? Ja, aber das hat mich aber gar nicht... Das gibt's nicht jetzt. Wann und wo? Vor Jahren. Wenn du das zitierst. Vor Jahren in Südspanien. Und das ist an sich dort als normal begriffen. Die Leute gehen von 2 bis um 4, 5 ins Hotelzimmer, warten, bis es vorbei ist, dann gehen sie wieder raus und die Geschichte hat sich. Siesta, also, Siesta, genau. Also ich möchte schon sagen, dass man irgendwo die berühmte Kirche im Dorf lassen soll, aber die gesetzlichen Regelungen, die nicht nur um das unter Strafe setzen, sondern dass diese Gebiete dann nicht mehr als Bauland verwertbar sind, das halte ich für das Entscheidende. Das ist der eine Punkt. Aber der zweite Punkt, über den wir jetzt diskutieren, ist ja das Klima generell. Dein Sohn ist in Mailand. Hat er jetzt 25 Grad, wie der Herr Westenthaler behauptet, ja, oder 45 Grad, wie du behauptest? Genau, der, mein Sohn, was ist hat jetzt die Wahrheit? Jetzt ist es generell eine andere Situation, aber er hat vor Tagen dort folgendes Wetterphänomen beobachtet, dass innerhalb kurzer Zeit wird so dunkel wie in der Nacht, ganz schwarz, Gewitterstürme und nach einer Stunde ist das Ganze vorbei. Er hat dort Temperaturen, die bis zu 40 Grad. 40 Grad? Ja, aber es vergeht auch wieder. Ja, der Mailand, kriegt dann Lachkraft. Ja, aber Mailand hat ja, pass auf. Die Temperaturen, warte mal, die Temperatur hängt ja auch damit zusammen. Wie ist das? Gibt es einen Wind? Ist das durch, wie ist die Lebenssituation dort? Die diskutieren aber jetzt. Du bist da sicher, wollen, dass es in Mailand bis zu 40 Grad ja, die wollen vor allem Mailand zu einer grünen Stadt machen, wo es Wind schon längst ist, weil das vom Klima nicht mehr erträglich wird. Also ich bin da schon am Laufen, aber ich sage nicht, dass es 50, 60 Grad hat. Glaubst du persönlich, dass wir derzeit eine Klimakatastrophe erleben, dass es gefährlich wird mit dem Klima, dass es zu heiß wird und dass wir was dagegen tun müssen. Ich bin dagegen, dass man hysterisch an diese Frage herangeht. Ich bin dagegen, dass man Angstmacherei betreibt. Ich bin dafür, dass man alle technischen Möglichkeiten, alle menschlichen Möglichkeiten ausnutzt, um eine Entwicklung in den Griff zu kriegen, die in der Tat sehr negativ sein könnte. Von Katastrophe zu heiß ich nicht. Auf der Erde wird es zu heiß. Es ist das Schlimmere sind diese Sprünge, dass du plötzlich so Wetterkapriolen hast, hat man früher gesagt, die sehr, sehr massiv sind. Aber so, dass man sagt, wir leben da jetzt in einer Zeit, wo wir am Ende des Tages alle bei 60 Grad dahin vegetieren, das heute in bestimmten Zonen der Erdkugel für absolut unsinnig und Angstmacherei. Was anderes ist es, wenn die Lebensgrundlage in afrikanischen Ländern zerstört wird, weil durch Temperaturen dort nichts Gescheites mehr anbaut werden kann, ein Migrationsdruck entsteht, den dann wir da begrüßen können in Nordafrika oder in Europa. Also man muss das differenziert sehen. Man muss das sehen, wo in unterschiedlichen Gebieten ist es so. Und ich bin dagegen, dass man grundsätzlich diese Klimaveränderungen, Klimasprünge, die aber nicht Veränderungen sind, dass wir jetzt in eine neue Eiszeit oder in eine neue Feuerzeit gehen, sondern dass wir damit lernen, umzugehen, und zu leben, Josef, und umzugehen. Der, du früher immer auf der Seite der Protestierenden warst, ja, und früher wahrscheinlich auch auf der Straße geklebt wärst. Ich glaube schon, so wichtig. Wärst auf der Straße geklebt. Hast du Sympathien für diese Klimakleber? Sagst du, dass die, was sie inhaltlich sagen, richtig ist? Dass wir was tun müssen gegen die Erderwärmung, gegen die Klimading? Oder bist du so wie der Peter der Meinung, die Kerne in Häfen und so in Aufhören mit den Plätzen? Grundsätzlich ist es richtig, für Öffentlichkeit zu sorgen, um auf Entwicklungen im Klima, auf diese sprunghafte Entwicklung, die es im Klimabereich gibt und die für manche Lebenssituationen sehr negativ ist, dass man auf das reagiert. Ich brauche nicht Technologien, wo CO2-Ausstoß ins Unendliche geht. Das brauche ich alles nicht. Aber was ich nicht brauche, ist, wenn die Leute kommen und sagen, ja, der Untergang naht, ja, das ist ein Blödsinn. Ja. Sondern wir werden imstande sein, damit umzugehen. Vielleicht rufst du dann nach der Sendung deinen Sohn nochmal an, denn es hat heute Abend in Mailand am Mittwoch, den 26.07. um 22 Uhr exakt 22 Grad. Es geht rund auf 18 und ich darf ihn beruhigen, dein Sohn. Die nächsten 14 Tage hat es Tageshöchsttemperaturen in Mailand zwischen 28 und 31 Grad. Wunderbares Wetter. Die Luft ist trotzdem eine ganz miese dort. Traumhaftes Wetter, darf aber was anderes mitteilen, und zwar in Bosnien-Herzegowina, in Mostar, hat 46,2 Grad gehabt. Stell dir das vor.
Und zwar weißt du wann? Im Jahr 1900. Nur so viel. Oder ein zweites Beispiel. In Utah in Russland 45,4 Grad. Das war nämlich 1910. 1916 in Bulgarien 45 Grad. 1941 in Rumänien 44 Grad. Braucht nur, ist auf Wikipedia die Tabelle. Kann sich jeder anschauen. Ist ganz leicht zu recherchieren. Dabei bleibe ich. Dieser Panikmodus. Heute habe ich gehört, es tauchen ja wieder die Sömmelmuren auf wie in Corona-Zeiten. Heute habe ich gehört beim Herfahren im Radio den Herrn Hutter. Kennt ihr den? Das ist der mit den bunten... Pressekonferenz im Landtag gegeben. Ist sich nicht so blöd, jetzt der größte Corona-Experte, wie er sich selber bezeichnet hat, der für alles war, für Lockdowns, Schulschließungen und was weiß ich was alles, stellt sich jetzt hin und ist auf einmal der Klimaexperte. Und weil wir in Österreich plötzlich nicht mehr über die 30 Grad kommen, weißt du, was er gesagt hat? Ich glaube, ich brich nieder. Es ist ab 25 Grad schon gefährlich, hat er gesagt. Und listet uns eine ganze Liste auf, was gefährlich ist ab 25 Grad. Also wenn die Temperatur 25 Grad hat, wie schlecht es für einen Organismus ist und auf was man da aufpassen muss. Und dann versteigt er sich zum Höhepunkt der Aussage, der Herr Corona-Experte, und sagt, es werden auch die Nächte wärmer, hat er gesagt. Und wisst ihr, mit was er das begründet hat? Weil die vielen Klimaanlagen in der Nacht warme Luft rausschießen und deswegen werden die Nächte insgesamt wärmer. Lieber Gott, lass es Gehirn regnen. Und das sind unsere Experten, die eh schon bei Corona daneben gegangen sind. Die ganzen Lemuren treten jetzt in ihren Löchern bei diesen Klimageschichten. Ich sage jedem Zuschauer dasselbe, was ich gesagt habe bei Corona. Wenn ihr solche Apologeten und Propheten des Klimawandels seid, traut den Fernseher oder schalt's weg. Das ist alles Humbug. Wir leben in einem ganz normalen Sommer bisher. Wir leben in einer normalen Veränderung des Klimas. Ja, und das gab es immer in den vergangenen, gibt es Aufzeichnungen, kann man alles recherchieren, in den vergangenen 100 und 1000 Jahren gab es immer wieder Phasen, wo es kälter und wo es wärmer war. Und wir verglühen nicht. Und wir haben gerade Österreich mit seinen 0,2% CO2-Ausstoß. Meine Frage noch nicht beantwortet. Was sagst du zur höchsten Meerestemperatur der Geschichte, 28. Wahrscheinlich war die zweithöchste 28,5. Ja, ich habe das nicht auch. Das ist etwas, was ich nicht... Ja. Ich werde es für die nächste Sendung recherchieren. Wahrscheinlich haben wir um 0,2 Grad mehr Temperatur. Ich sehe noch keine Fische am Bauch schwimmen und ich sehe da kein Problem. Es ist auch nicht überliefert, wo das gemessen wurde. Es wurde nur dazu gesagt, an der Meeresoberfläche. Jetzt frage ich mich schon wieder, wo. Ist das auf hoher See gemessen worden oder in der Nähe von einem Strand? Vielleicht in Rhodos beim Strand. Ich weiß es nicht. Ich habe das nicht gelesen. Ich werde für die nächste Sendung verspreche ich dir. Aber du sagst, alles ein Blödsinn. Ich sage nicht, alles ist ein Blödsinn. Ich behaupte, und dabei bleibe ich, ich leugne nicht, dass wir gerade in einer Phase leben, wo es wieder mehr wärmere Tage gibt. Was ich massiv bekämpfe, ist die Klimapanik, weil das falsch ist. Du sagst ja, es ist wunderbar, weil endlich habe ich in der Steiermark die Toskana. Ja, es ist einer der schönsten Sommer überhaupt in der Steiermark, aber nicht nur in der Steiermark, überhaupt in Europa. Auch in ganz Mitteleuropa. Es gibt Phänomene, es gibt Unwetterphänomene, ja, die hat es immer gegeben, man muss sich davor schützen, man muss auch schauen, dass man entsprechende Vorkehrungen trifft, aber wir leben nicht, und das ist das, was ich meine, wir leben nicht in einer Zeit, wo wir alle verglühen, ganz im Gegenteil. Nein, ich gebe dir sogar recht, ich bin auch der Meinung, es ist einer der schönsten Sommer seit langer, langer Zeit, und ja, man sollte sich nicht beschweren, oder? Oder, naja, ja, aber es gibt schon die Analysen und die Berichte von Weinbauern aus Österreich, aus Italien, die sagen, dadurch, dass es jetzt wärmere Tage gibt und das schon über längere Zeiträume, ist das Problem mit den Traubensorten. Das heißt, aus Frankreich erst, aus Italien, aus Österreich. Ich bin jeden Tag im Weinbau gewesen. Und ich trinke öfters Wein. Und die werden du schmeckst jetzt, dass es wärmer wird? Nein, ich schmecke nicht, dass es wärmer wird. Aber das nehme ich sehr ernst, weil das eine ganz realistische Geschichte ist. Bevor ich herkomme, schaue ich mir immer im französischen Fernsehen, im spanischen Fernsehen an. Wie schaut dort die Gemüseproduktion aus? Italien. Also ich glaube, die Landwirtschaft kriegt schon Probleme. Ja, Ich glaube, du hast recht. Und das ist vor allem, was die Weinwirtschaft betrifft, weil die ganz sensibel sind mit den Traubensorten. Die können dann andere Traubensorten verwenden, die sozusagen robuster sind. Das ist schon so. Also das hat gerne aber mal Note gerne mal nein, das, ist, das verschafft ja nur Panik für Alkoholiker. Sondern um was es mir geht bei der Geschichte ist, dass man bestimmte Dinge schon registriert. Und wenn die Wassertemperaturen in den Meeren ansteigen, da können wir uns einmal da unterhalten mit einem Meeresbiologen, das kann natürlich zu entsetzlichen Auswirkungen führen. Ja? Und das muss man sich schon anschauen. Noch einmal, keine Panik, ich bin auch dagegen. Ich brauche die Experten von gestern nicht, ich brauche die alle nicht. Sondern ich bin dafür, dass man in aller Ruhe
Dinge macht, die wir eh machen können, wenn wir es technisch vorbereiten, wenn wir es technisch umsetzen. Ich bin dafür, dass man das tut, aber nicht so, und wir sind die letzte Generation und dann sind wir alle tot. Das ist ein Blödsinn. Sondern, dass man es aber schon erkennt, dass diese Klimaschwankung, die jetzt über einen gewissen Zeitraum geht, dass man auf die eine Antwort geben muss. Ich muss das noch richtig stellen. Ich lade das sehr gerne in den Südsteiermark ein. Da wird dir jeder Weinbauer bestätigen, mittlerweile habe ich davon auch ein bisschen Ahnung, weil ich mich damit beschäftige, wird er bestätigen, dass zum Beispiel das prognostizierte Wetter der nächsten 14 Tage idealtypisch für die Weinrebe ist. Weil du hast einen warmen Tag, keinen heißen. Es sind warme Tage mit Temperaturen zwischen 27 und 30 Grad und du hast kühle Nächte, da geht es runter auf 12, 13 Grad. Das ist das ideale Klima, das ideale Wetter für den Wein. Es wird ein Jahrhundertwein, wenn das so weitergeht. Das Problem, das entstehen könnte, ist der Hagel. Es hat am letzten Wochenende hat's gehagelt, hat einiges kaputt gemacht, ungefähr 20%. Kann man sagen, das geht noch. Aber der Hagel ist an sich, das Wetter ist idealtypisch und ich garantiere dir, wir werden im Herbst, wenn kein Hagel kommt, einen tollen Wein. Es kommt aber leider ständiger Hagel. Gratuliere zum südsteirischen Weinbaugebiet, was ich gehört habe, ist aus Niederösterreich, die dort ordentlich stöhnen, dass das zu diesen Verschiebungen kommt. Und von der Toskana zum Beispiel, die ist schon überlegen, was die da überhaupt noch anbauen. Also ich sage dann nur, das ist ein Problem. Meine Herren, es war eine spannende erste Runde, genau so wie unser Publikum wahrscheinlich gesprochen ist, hier die FPÖ-Linie. Klimawandel gibt es keinen. Es ist der schönste Sommer aller Zeiten und der Herr Kickl ist in den Bergen. Hier die neue, kluge, leicht rot-grün angehauchte SPÖ-Linie des Herrn Schapp. Man muss vorsichtig sein, das Klima beginnt sich zu wandeln. Die Landwirtschaft könnte leiden, was ja stimmt. Das Meer könnte leiden, was ja auch stimmt. Und gehen wir es bedächtig an, Reformen zu setzen, aber keine Panik. Richtig? Die sanfte Kraft. Genau. Die sanfte rot-grüne Kraft der neuen SPÖ gegen die berühmte Umweltbrutalität. Na, für die normalen Leute einfach. Die denken so, die normalen. Ist und da ist natürlich wie immer das Stichwort für die nächste Runde gefallen. Ich möchte einmal mit dem Herrn Westenthaler diskutieren können, ohne dass er weiß, was jetzt kommt, das Stichwort der nächsten Runde bekommt. Ich wollte nämlich über die normalen Leute diskutieren. Ja, siehst das. Über das Normale schlechthin. Warum hat die FPÖ so ein gutes Gespür für die normalen Leute und die AfD nur ein besseres? Und warum haben andere so ein schlechtes Gespür für die normalen Leute? Und hat jetzt der Nehammer das beste Gespür für die normalen Leute? Das beantworten wir gleich nach der Werbepause. Wir müssen uns alle warm anziehen. Es ist saukalt draußen. Man kann nicht einmal mehr im Gastgarten sitzen. Ja. Arktische Temperaturen, könnte man sagen, mit Westenthaler. Ja. Wir nähern uns dem Gefrierpunkt an. Auf Ö24.at waren heute die ersten Schneefotos zu sehen. Und man fragt sich jetzt mit Recht, na, hallo bitte, Fömers, wo ist die Klimakatastrophe? Wo brennt die Erde? Wo brennt Österreich? Wo sind die versprochenen 40 Grad? Irgendwo am Wörthersee oder was? Dort hagelt es, dort schüttet es in Strömen. Der Mucher hat schon seine Zelte abgebrochen, weil er sagt, so viel Regen hält er nicht aus. Das heißt, die Klimakrise hat wieder mal kurze Pause, die Klimakleber auch kurze Pause und das gibt dem Peter Westenthaler die Chance, einmal alle ordentlich zu betonieren, weil der Herr Westenthaler ist ja der Meinung, alle, die über Hitze schreiben, über Klimakatastrophe schreiben und so weiter, das sind ja die Klimaidioten der Erde, richtig? Ja, das sind deine Worte. Meine Worte sind anders. Ich bin heute aufgestanden bei kuscheligen 14 Grad, wo ich heute in der Früh laufe. Sag ich ja. Untertags hat es heute bei strömenden Regen ungefähr 20 bis 22 Grad Höchsttemperatur. Wir haben einen Sommer, wir haben den kältesten April, den kältesten Mai, den kältesten Juni und der Juli schickt sich an, auch abzustürzen. Den heißesten Juli. Wir haben nicht eine einzige Hitzeperiode in dem Land noch gehabt. Wir haben ein paar wärmere Tage gehabt mit über 30 Grad, keine Hitze. Trotzdem schafft es immer wieder, jetzt muss ich euch einmal da ein bisschen banieren. Das war vor einer Woche. Europa verbrennt mit 44 Grad. Lieber Wolfgang, wir haben uns das genau angeschaut, ich habe das recherchiert, das hat in ganz Europa... Du hast wieder mal recherchiert. Das ist immer
gefährlich, wenn du rechtlich siehst. Auch in Südeuropa, auch in Italien, auch in Spanien, sogar in Sizilien, wo der Junior gerade Urlaub, es gab nie mehr als 40 Grad. Es hat immer einen Dreier davor gegeben. Und ich habe das letzte Mal schon aufgedeckt, unwidersprochen und mittlerweile auch natürlich bestätigt, dass das die Bodentemperaturen... Ja, ist ja die Frage, misst du im Schatten, misst du in der Sonne? Nein, das waren die Bodentemperaturen der ESA, der Europäischen Weltraumbehörde, die da die immer wieder regelmäßige Messungen macht. Allerdings vergessen hat dazu zu schreiben, dass das die Bodentemperaturen, das heißt, die reflektierten Temperaturen ungefähr am Beton, 10 Zentimeter über dem Beton. Die 44 Grad sind wahrscheinlich in der Sonne, weil die wenigsten Leute sind im Schatten. Nein, der Sonne hat es noch mehr, lieber Wolfgang. Die normale Lufttemperatur der Wetterstationen, die übrigens auch in allen Wetter-Apps zu finden sind, kann sich ja jeder selber recherchieren und nachschauen. Ich habe es ja auch. WeatherPro ist eine der ausgezeichnetsten Wetter-Apps, die es gibt auf der ganzen Welt. Hier siehst du aber eine Sonne und 44 Grad. Die Lufttemperatur wird gemessen ab 1,50 bis 2 Meter. Und die hatte Könntest du bitte das Titelblatt noch einmal über die Kamera halten? Wo stehen die 44 Grad? Schau, es ist immer schwierig, Wolfgang, wenn du mich was fragst und dann nicht aussprechen lässt. Gut. Das ist halt das Problem. Weil dann kann ich nämlich nicht das ausführen, was ich meine. Also das heißt, diese Temperaturen, übrigens, ich bin nicht der einzige Journalist, sondern es gibt viele Journalisten, die das aufgedeckt haben. Es gibt Medien in Deutschland, die Bild, Frankfurter Allgemeine, Süddeutsche und noch viel mehr, die sich entschuldigt haben bei den Lesern, weil sie die falschen Wetterdaten der ESA übernommen haben. Ihr habt das heute noch im Heft, nämlich in der Beilage Insider. Also das ist alles so unfassbar, was da passiert. Hinzu kommt ein Waldbrand auf Rhodos, wo ein paar Grundstücksspekulanten, wo wir jetzt wissen, ein Waldstück angezündet haben, um dort Windräder aufzustellen, für die sie keine Baugenehmigung haben, aber schon die Förderungszusage der EU. Das ist Grundstücksspekulation. Und dann kommt die nächste Titelseite heute. Feuer hat die Insel zerstört. Lieber Wolfgang, die Rhodos besteht aus 1500 Quadratkilometer Land. Davon brennen derzeit 130 bis 140 Wald. Ist knur. Das sind 8 bis 10% der Gesamtfläche. Oben, da war heute ein wunderbares Interview mit dem Dominik Heinzel, der tut gerade mit dem Motorrad bei euch durch die Gegend fährt und dort sagt, wie schön Rhodos ist und er von den Waldbränden überhaupt nichts mitkriegt, außer man würde in dieses Gebiet fahren. Was ich damit sagen will, ist, es wird wieder einmal medial eine Klimapanik betrieben und es wird alles auf Klima geschoben. Sogar die angezündeten Brände in Rhodos, die jedes Jahr vorkommen, nicht in Rhodos, aber in Griechenland. Bis zehn, es kommt dann im August in Südfrankreich dran, weil da gibt es auch Bodenspekulation, da wird auch angezündet. Dann kommt Spanien dran. In jedem Sommer brennt es irgendwo, weil die Leute bauen wollen, weil dort Grundstücksspekulanten unterwegs sind. Es gibt keinen einzigen bewiesenen vom Klima oder vom Wetter entzündenen Brand bisher. Aber es ist locker zu sagen, es ist so heiß. Und weil es so heiß ist, müssen auch die Wälder brennen. Was ich damit meine ist, es wird wieder einmal Panik betrieben. Warum wird Panik betrieben? Um den Menschen Angst zu machen. Angst und Panik, jetzt ist Corona endlich vorbei, die Menschen fürchten sich nicht mehr. Jetzt kommt die Klimapanik und der Klimalockdown. Und wir müssen alle wieder einsperren, damit es nicht verbrennen, die Menschen. Und was ich damit meine, das ist einfach unlauter, unfair und massiv abzulehnen und zu kritisieren. Niemand kritisiert, dass wir selbstverständlich in einer Zeit der Klimaveränderung wieder einmal leben, wie das die letzten 1000 Jahre öfter der Fall war. Aber alles dagegen, dass mediale Panik betrieben wird, Insel wird zerstört, was nicht stimmt, wir verbrennen alle, stimmt alles nicht. Und wenn du dann rausgehst in Österreich und dir der Regen am Kopf fällt bei kuscheligen 18 Grad, denkst du, von was reden die eigentlich? Also ich muss wirklich sagen, Österreich und Deutschland, die drei deutschsprachigen Länder, Österreich, Deutschland, Schweiz übrigens, wo gerade diese Klimapanik forciert wird, sind irgendwo bei Platz 188 bis 190 bei den übers Jahr gemessensten heißen Temperaturen. Die Länder, die ganz vorstehen, die ständig über 30, 35, 38 Grad haben, die haben überhaupt gar nicht so eine Diskussion, bei denen wird das gar nicht diskutiert, das Klima. Das heißt, bitte cool down, alle cool mal down, nehmen wir mal die richtigen Wetterdaten, die Lufttemperaturen, machen wir nicht solche Headlines, wo wir nur Panik schüren und freuen wir uns, dass wir bald wieder, ich hoffe, im Moment ist ja kein Vorschau da, dass wir bald wieder einen wärmeren Sommer haben. Ich meine, ich gebe dir ein Fühn recht, ich liebe deine Anfangsmonologe, wo man ja nicht dazwischen reden darf, ich weiß, weil man sonst ja von den Westenthaler Fans auf YouTube und so weiter verprügelt wird. So, darf ich trotzdem bitte ein paar bescheidene Fragen stellen? Also du streitest jetzt Luft- oder Bodentemperatur oder Sonne oder Schatten. Wir messen immer Lufttemperatur. So, einigen wir uns einmal auf die Wassertemperatur, weil die ist ja vielleicht unbestimmt. So weißt du schwimmen oder was? Nein, frage ich nur. Und da kam ja gestern von der NASA der Bericht, dass das Mittelmeer
mittlerweile mit 28,7 Grad den absoluten Höchstwert seiner Erwärmung erreicht hat. Ja. Und zwar einen Wert, der schön langsam dort für Flora und Fauna gefährlich wird. Punkt 1. Punkt 2, zu Rhodos. Ja? Wenn das alles so harmlos wäre, ja? Warum ist es dann noch nicht gelöscht? Wenn dort mittlerweile, über 30 und bald 50 Löschflugzeuge sind. Ja? Ja? Warum sagt denn dann der griechische Ministerpräsident, wahrscheinlich auch ein Klimaidiot, dass es derzeit aufgrund der Hitze und des Windes so dramatisch ist in Rhodos, dass die nicht in der Lage sind, das Feuer zu stoppen, sondern es sich immer wieder neu entzündet? Es redet ja kein Mensch davon, dass sich das Feuer durch die Sonne entzündet. Ja, aber das ist behauptet worden. Nein, aber es redet jeder natürlich davon, dass der Wald, und das gilt ja für jede Mittelmeerregion, mittlerweile so trocken, so ausgedorrt, so ausgestorben praktisch ist, dass du dort nicht mehr löschen kannst, weil das brennt wie Plunder. Ja? Wenn dort ein Feuer hinkommt, das geht zisch, geht das los. Ja, das und der dritte das Punkt, wissen die, das auch zu unten. Und der dritte, ja, das kann sein, das ja, haben übrigens auch wir berichtet mit den Windrädern, möchte ich nur feststellen, das kann sein, aber das ist ja noch nicht bewiesen. Aber das wäre natürlich eine besondere Schweinerei. Und das dritte, in Österreich stellt sich schon die Frage, ja, und dein lieber Freund Mucha hat diese Frage mehrfach hier gestellt, weil der fürchtet um sein Schloss mittlerweile, ja, der arme Teufel. Und seine Sorgen hätte gern. Ja, genau. Und in Kärnten stellt sich natürlich schon auch die Frage, was ist denn dort los, bitte? Wenn binnen einer Woche drei schwere Unwetter sind, ja, die den Leuten dort den Urlaub versauen, wo die Hagelkörner so runterkommen, sicherlich nicht Melonen groß, sondern wahrscheinlich Tennisball groß. Wenn du die Hagelkörner in Norditalien siehst und was sie dort abspielen, kann man doch nicht sagen, das ist normal, oder? Lieber Wolfgang, es gab immer Unwetter. Es war im Herbst oder im Spätsommer kommen die Hochwasser dann, erinnern wir uns. Und es hat noch bisher nicht, du hast gestern da auch so einen Klimapanik-Schürer sitzen gehabt, vis-à-vis vom, der sitzt immer da, der hat gestern behauptet, es gab handballgroße Tenniskörner, so handballgroße Hagelkörner, sowas hätte ich gerne einmal sehen. Das hätte Handball, das ist ungefähr so, wie jeder weiß, wie groß ein Handball ist. Also auch da wird maßlos übertrieben von denen, die das brauchen. Das ist ja Futter. Diejenigen, die ja eigentlich nichts mehr zum Sorgen haben, weil es in Mitteleuropa also schon überhaupt keinen Sorgen mehr gibt. Dreimal in der Woche hagelt. Es hagelt ständig und wir haben im Moment keine Klimalage, sondern jeder normale Forscher wird das sagen, wir befinden uns derzeit in einem Wetterphänomen, das wird genau zwischen den beiden den wärmeren Süden und den kühleren Norden in der Mitte liegen. Und diese Wetterlage ist in den letzten Tagen dadurch bedingt, dazu kommt noch das Phänomen, das jetzt das Langfristphänomen sein wird, El Niño, hat im Wald mit der Klimaveränderung auch nicht viel zu tun. Das sind Wetterphänomene. Es gab in dem Land, lieber Wolfgang, du wirst das nicht glauben, schon immer Hagel, auch schweren Hagel, auch Hagel, der alles zerstört hat. Ich kann mich erinnern, im 16. Jahr auf meinem Weinberg am Eichberg in der Südsteiermark, am 15. August 2016 hat es so einen Hagel gegeben, ja, dass dort 95% der Weinerde kaputt war. Nur die Häufigkeit. Dann passiert es halt jetzt häufiger. Aber deswegen kann ich das ja nicht ableiten, und das wird ja gemacht, zu einer Klimapanik, dass der Erdball derzeit verbrennt. Also ich bin das so ist glücklich. Absurd. Das ist wirklich ich bin absurd. So glücklich, dass ich dich jetzt nach dem Professor der Medizin, der da uns ja wirklich so gut durch Corona begleitet hat, das meine ich jetzt nicht ironisch, sondern ganz anerkennend. Wir haben immer recht gehabt, dass ich dich jetzt auch als Professor der Meteorologie habe. Und du uns jetzt meine Aufgabe ist und es, du uns jetzt durch meine Sommer Aufgabe begleiten. Ist es, hier die Stimme zu erheben die vielen, die sie nicht kennen. Und meine Aufgabe ist es, mich im Vorfeld der Sendungen so gut bei Wissenschaftlern und Experten zu informieren, dass ich diese Dummheiten, die da verbreitet werden, einfach außer Kraft bist du jetzt Schmähstart angesichts dieser Kanonade vom Herrn Westen? Nein, ich habe überlegt, ob ich nicht gleich zur nächsten Sendung komme, da nicht unterbrich. Aber ja, das darf man das, nicht. Was mich beschäftigt seit vielen Jahren, und es gibt seit vielen Jahren Waldbrände in Südeuropa, in Amerika, in Kalifornien und so weiter. Aber was mich zum Beispiel jetzt der griechische Minister irgendwie auf die Idee gebracht hat, die Frage zu stellen, welche gesetzlichen Regelungen gibt es eigentlich, dass das Feuerlegen
auf Urlaubsinseln wie Rhodos oder in Südfrankreich oder in Kalifornien sich nicht lohnt, um dann dort Feriendomizile, Hotels oder sonst was zu bauen. Das ist ja das Entscheidende. Ich muss doch das in den Griff kriegen, zu verhindern. Das ist natürlich dass in Häfen. Na, Häfen ist mir zu wenig. Sondern du darfst dort nicht mehr bauen. Du darfst nicht sagen, jetzt ist es zerstört. Ich weiß nicht, wie viele Jahre dort können keine Bäume mehr wachsen. Daher wird es jetzt ein Bauland und man macht dort Feriendomizile. Das muss ja der Hintergrund sein. Also das ist einmal das eine. Das zweite ist, der größte Teil der Brände entsteht auch durch Unachtsamkeiten. Also wie gesagt, ich war vor zwei Wochen auf einer griechischen Insel, die haben dort alle 100 Meter Wassertonnen mit Wasser im Wald. Ja? Also die sind vorbereitet. Das ist allerdings auf einer eher grünen, auf grünen Inseln nördlich der nördlichen Sporaden, also südlich von Thessaloniki. Also so machen die das dort. Es sind Temperaturen über 40 Grad schon seit Jahren in manchen Gebieten. Über 40 Grad, das gibt es nicht, hat der Westen. Nein, ich war selber mal in Südspanien, 45 Grad. 45 Grad? Ja, aber das hat mich aber gar nicht, das aber nicht jetzt. Wann und wo? Vor Jahren. Wenn du das zitierst. Vor Jahren in Südspanien. Und das ist an sich dort als normal begriffen. Die Leute gehen von 2 bis um 4, 5 ins Hotelzimmer, warten bis es vorbei ist, dann gehen sie wieder raus und die Geschichte hat sich. Siesta. Also, Siesta, genau. Also ich möchte schon sagen, dass man irgendwo die berühmte Kirche im Dorf lassen soll, aber die gesetzlichen Regelungen, die nicht nur um das unter Strafe setzen, sondern dass diese Gebiete dann nicht mehr als Bauland verwertbar sind, das halte ich für das Entscheidende. Das ist der eine Punkt. Aber der zweite Punkt, über den wir jetzt diskutieren, ist ja das Klima generell. Dein Sohn ist in Mailand. Hat die jetzt 25 Grad, wie der Herr Westenthaler behauptet, ja, oder 45 Grad, wie du behauptest? Genau, mein Sohn hat jetzt ist es generell eine andere Situation, aber er hat vor Tagen dort folgendes Wetterphänomen beobachtet, dass innerhalb kurzer Zeit wird so dunkel wie in der Nacht, ganz schwarz, Gewitterstürme und nach einer Stunde ist das Ganze vorbei. Er hat dort Temperaturen, die bis zu 40 Grad. 40 Grad? Ja, aber es geht auch wieder. Ja, der Mailand, kriegt einen Lachkraft. Ja, aber Mailand hat auch... Pass auf. Die Temperatur, warte mal, die Temperatur hängt ja auch damit zusammen. Wie ist das? Gibt es einen Wind? Ist das durch, wie ist die Lebenssituation dort? Die diskutieren aber jetzt. Du bist da sicher, wollen, dass es in Mailand bis zu 40 Grad ja, die wollen vor allem Mailand zu einer grünen Stadt machen, wo es Wind schon längst ist, weil das vom Klima nicht mehr erträglich wird. Also ich bin da schon am Laufen, aber ich sage nicht, dass es 50, 60 Grad hat. Glaubst du persönlich, dass wir derzeit eine Klimakatastrophe erleben, dass es gefährlich wird mit dem Klima, dass es zu heiß wird und ja, dass wir was dagegen tun müssen. Ich bin dagegen, dass man hysterisch an diese Frage herangeht. Ja. Ich bin dagegen, dass man Angstmacherei betreibt. Ich bin dafür, dass man alle technischen Möglichkeiten, alle menschlichen Möglichkeiten ausnutzt, um eine Entwicklung in den Griff zu kriegen, die in der Tat sehr negativ sein könnte. Von Katastrophe zu heiß nicht. Auf der Erde? Wird es zu heiß? Es ist das Schlimmere sind diese Sprünge, dass du plötzlich so Wetterkapriolen hast, hat man früher gesagt, die sehr, sehr massiv sind, aber so, dass man sagt, wir leben da jetzt in einer Zeit, wo wir am Ende des Tages alle bei 60 Grad dahin vegetieren, das halte ich in bestimmten Zonen der Erdkugel für nicht, für absolut unsinnig und Angstmacherei. Was anderes ist es, wenn die Lebensgrundlage in afrikanischen Ländern zerstört wird, weil durch Temperaturen dort nichts Gescheites mehr anbaut werden kann, ein Migrationsdruck entsteht, den dann wir da begrüßen können in Nordafrika oder in Europa. Also man muss das differenziert sehen, man muss das sehen, wo in unterschiedlichen Gebieten ist es so. Und ich bin dagegen, dass man grundsätzlich diese Klimaveränderungen, Klimasprünge, die aber nicht Veränderungen sind, dass wir jetzt in eine neue Eiszeit oder in eine neue Feuerzeit gehen, sondern dass wir damit lernen, umzugehen, und zu leben, Josef, und umzugehen. Der, du früher immer auf der Seite der Protestierenden warst, ja, und früher wahrscheinlich auch auf der Straße geklebt wärst. Oh, ja, ich glaube schon, so wichtig gehen. Wärst auf der Straße geklebt. hast du Sympathien für diese Klimakleber? Sagst du, dass die, was sie inhaltlich sagen, richtig ist? Dass wir was tun müssen gegen die Erderwärmung, gegen die Klimading? Oder bist du so wie der Peter der Meinung, die Kerne in Häfen und so in Aufhören mit den Plätzen? Ja, grundsätzlich ist es richtig, Öffentlichkeit, für Öffentlichkeit zu sorgen, um auf Entwicklungen im Klima, auf diese sprunghafte Entwicklung, die es im Klimabereich gibt und die für manche Lebenssituationen sehr negativ ist, dass man auf das reagiert. Ich brauche nicht Technologien, wo CO2-Ausstoß ins Unendliche geht. Das brauche ich alles nicht. Aber was ich nicht brauche, ist, wenn die Leute kommen und sagen,
Ja, der Untergang naht, der Untergang naht. Ja, das ist ein Blödsinn. Sondern bitte. Wir werden imstande sein, damit umzugehen. Vielleicht rufst du dann nach der Sendung deinen Sohn nochmal an, denn es hat heute Abend in Mailand am Mittwoch, den 26.07. um 22 Uhr exakt 22 Grad. Es geht rund auf 18. Und ich darf ihn beruhigen, deinen Sohn. Die nächsten 14 Tage hat es Tageshöchsttemperaturen in Mailand zwischen 28 und 31 Grad. Wunderbares Wetter. Die Luft ist trotzdem eine ganz miese dort. Traumhaftes Wetter. Ich darf aber was anderes mitteilen. Und zwar in Bosnien-Herzegowina, in Mostar, hat 46,2 Grad gehabt. Schau dir das vor. Und zwar weißt du wann? Im Jahr 1900. Nur so viel. Oder ein zweites Beispiel. In Utah, in Russland, 45,4 Grad. Das war nämlich 1910. 1916 in Bulgarien 45 Grad. 1941 in Rumänien 44 Grad. Braucht nur, ist auf Wikipedia die Tabelle. Kann sich jeder anschauen. Ist ganz leicht zu recherchieren. Dabei bleibe ich. Dieser Panikmodus. Heute habe ich gehört, es tauchen ja wieder dieselben Lemuren auf wie in Corona-Zeiten. Heute habe ich gehört beim Herfahren im Radio den Herrn Hutter. Kennt ihr den? Das ist der mit den bunten. Pressekonferenz im Landtag gegeben. Ist sich nicht so blöd, jetzt der größte Corona-Experte, wie er sich selber bezeichnet hat, der für alles war, für Lockdowns, Schulschließungen und was weiß ich was alles, stellt sich jetzt hin und ist auf einmal der Klimaexperte. Und weil wir in Österreich plötzlich nicht mehr über die 30 Grad kommen, weißt du, was er gesagt hat? Ich glaube, ich brich nieder. Es ist ab 25 Grad schon gefährlich, hat er gesagt. Und listet uns eine ganze Liste auf, was gefährlich ist ab 25 Grad. Also wenn die Temperatur 25 Grad hat, wie schlecht es für einen Organismus ist und auf was man da aufpassen muss. Und dann versteigert er sich zum Höhepunkt der Aussage, der Herr Corona-Experte, und sagt, es werden auch die Nächte wärmer, hat er gesagt. Und wisst ihr, mit was er das begründet hat? Weil die vielen Klimaanlagen in der Nacht warme Luft rausschießen und deswegen werden die Nächte insgesamt wärmer. Lieber Gott, lass es Gehirn regnen. Und das sind unsere Experten, die eh schon bei Corona daneben gegangen sind. Die ganzen Lemuren treten jetzt aus ihren Löchern bei diesen Klimageschichten. Ich sage jedem Zuschauer dasselbe, was ich gesagt habe bei Corona. Wenn ihr solche Apologeten und Propheten des Klimawandels setzt, traut den Fernseher oder schalt's weg. Das ist alles Humbug. Wir leben in einem ganz normalen Sommer bisher. Wir leben in einer normalen Veränderung des Klimas. Ja, und das gab es immer in den vergangenen, es gibt Aufzeichnungen, kann man alles recherchieren, in den vergangenen 100 und 1000 Jahren gab es immer wieder Phasen, wo es kälter und wo es wärmer war. Und wir verglühen nicht. Und wir haben gerade Österreich mit seinen 0,2% CO2-Ausstoß. Meine Frage noch nicht beantwortet. Was sagst du zur höchsten Meerestemperatur der Geschichte, 28. 28, wahrscheinlich war die zweithöchste 28,5. Ja, ich habe das nicht auch. Das ist etwas, was ich nicht. Ja. Ich werde es für die nächste Sendung recherchieren. Wahrscheinlich haben wir um 0,2 Grad mehr Temperatur. Ich sehe noch keine Fische am Bauch schwimmen und ich sehe da kein Problem. Es ist auch nicht überliefert, wo das gemessen wurde. Es wurde nur dazu gesagt, an der Meeresoberfläche. Jetzt frage ich mich schon wieder, wo. Ist das auf hoher See gemessen worden oder in der Nähe von einem Strand? Vielleicht in Rhodos beim Strand. Ich weiß es nicht. Ich habe das nicht gelesen. Ich werde für die nächste Sendung verspreche ich dir. Aber du sagst, alles ist ein Blödsinn. Ich sage nicht, alles ist ein Blödsinn. Ich behaupte, und dabei bleibe ich, ich leugne nicht, dass wir gerade in einer Phase leben, wo es wieder mehr wärmere Tage gibt. Was ich massiv bekämpfe, ist die Klimapanik, weil das falsch ist. Du sagst ja, es ist wunderbar, weil endlich habe ich in der Steiermark die Toskana. Ja, es ist einer der schönsten Sommer überhaupt in der Steiermark, aber nicht nur in der Steiermark, überhaupt in Europa. Michael Eitner hat von normal denkenden Menschen gesprochen. Vizekanzler Kogler hat da wild gekontert und gesagt, Aussagen wie diese sind brandgefährlich, sie spalten die Gesellschaft. Das hat jetzt Bundespräsident Van der Bellen aufgegriffen und auch noch einmal darauf hingewiesen. Sie sehen also, es geht flott weiter in Österreich und die Regierung arbeitet und vor allem Bundeskanzler Karl Nehammer arbeitet daran, am Erfolg Herbert Kickls zu knappern. Er greift ihn immer wieder frontal an, bezeichnet ihn als Sicherheitsrisiko für das Land, sagt eben, wenn einer da mit Pferdeln daherkommt, da wird man die Landesverteidigung ganz sicher nicht richtig in den Griff kriegen. Wir brauchen zum Beispiel dieses Sicherheitsraketenabwehrsystem Sky Shield. Das ist enorm wichtig für unser Land. Ja klar, wie sehen Sie das? Brauchen wir Raketen, damit uns Putin nicht irgendwann wegspringen wird? Erstens, man wird abhängig von der amerikanischen, deutschen, israelischen
Raketentechnologie. Zweitens, die Raketenstellungen werden auch in Österreich sein. Das Kommando ist aber im Kommandozentrum. Und wenn die sagen, abfeiern, dann wird auch der Befehl lauten, und da können die noch einmal so herumdiskutieren und sagen, Österreich hat das letzte Wort, da kriege ich einen Lochkampf, weil da geht es ja um wenige Minuten. Sondern dann kommt der Befehl, vom österreichischen Boden müssen Raketen abgefeuert werden. So. Punkt 3 ist, warum eigentlich von österreichischem Boden? Weil Österreich ist als neutrales Land schon in viel gefährlicheren Situationen gewesen. Ich erinnere, wie NATO-Warschau-Pakt, unzählige Atomraketen, wir immer am Rande eines Atomkrieges spazieren gegangen sind, mit Schwerpunkt in Europa. Und gerade jetzt wäre es wichtig, wenn man da als neutrales Land irgendwie auch ein, wie sozusagen eine Zone hat, ein Gewicht hat. Ja, es ist noch was dabei. Es wird eine Verewigung des Kalten Krieges herbeigeführt. Ja, jetzt werden die alle aufgestellt. Spanien, Italien, Frankreich macht eh nicht mit. Es sind nur bestimmte NATO-Länder, muss man mal sehen. Insgesamt sind 17 Staaten. Ja, gut, aber trotzdem. Das sind ja nicht unwichtige Staaten, die da nicht mitmachen. So, die sagen, ich will da nicht abhängig sein vom amerikanischen Oberkommando, von der Technologie, von allem. Und im Übrigen, es wurde Anfang der 90er Jahre versucht, die NATO überhaupt aufzulösen, ein Sicherheitssystem aufzubauen unter Einschließung von Russland, um endlich einmal diese Gegensätze abzubauen. So, das geht im Moment nicht. Die Russen sind auf einer Art Selbstzerstörungskurs, der das verunmöglicht. Und die Amerikaner wollen, dass da diese, und die Rüstungsindustrie, die daran verdient, muss man dazu sagen, die wollen, dass diese Gegensätze weiter sind. Was hat da Österreich in dem Ganzen verloren? Nämlich nichts. Ja. Und ich bin der Meinung, dass man da alles unternehmen soll, dass Österreich einen Handlungsspielraum behält für eine aktive Neutralitätspolitik. Und das ist meine Hauptkritik an dem Nehammer. Und dadurch wird der Nehammer zum Sicherheitsrisiko, weil der nämlich nichts macht in dieser Richtung. Wenn ich an die Kreisky-Zeit denke, auch an die Nachfolger der Kreisky-Zeit denke, ja, und die anderen Bundeskanzler, da hat es eine aktive Neutralitätspolitik gegeben, die soll Frieden sichern, die soll wirtschaftliche Prosperität absichern, Kooperation, Wandel, durch Handel, was weiß ich was alles. Wird alles farb sein. Und dann stellt sich der Nehammer hin und sagt, Kickl ist ein Sicherheitsrisiko. Ja, er ist ein Sicherheitsrisiko, nicht Kickl, man kann den mögen oder nicht mögen. Ja. Ich bin kein Freund von ihm. Ja. Und ich würde auch meinen, es ist besser, die Bevölkerung wollte ihn nicht zum Bundeskanzler. Aber das ist zu billig, das ist auch unglaubwürdig. Das ist in Wirklichkeit eine ungewollte Unterstützung des Kickl, weil der kann sich jetzt hinstellen und sagen, schaut euch den an, ja. Was erzählt der? Der will einfach nur jetzt gerade sagen, er macht mit mir keine Koalition, nachher macht das ja sowieso. Wie hat Anni gesagt von euch beim Fernsehinterview, dann kommen sie wieder auf alle vier dahergekrochen und wollen eine Koalition machen. So, in drei Bundesländern haben sie mit der Kickl FPÖ, der ist ja der Chef, eh schon eine Koalition. Ja. Und jetzt soll er will jetzt den Österreichern erzählen, aber mit Kickl nicht. Mit Kickl persönlich nicht, weil der ist gegen diesen Atomraketenschirm. Ja. Dabei muss ich sagen, er ist gegen die Neutralität. Das ist für mich schwerwiegender, nämlich für den Handlungsspielraum, für eine aktive Neutralitätspolitik. Und da muss ich sagen, also, puh, da habe ich nur so geschaut. Ich habe mir das näher im Interview angeschaut und ich war echt entsetzt. Ja, man weiß ja teilweise noch immer nicht, was da überhaupt drinnen ist in dem Skalschild. Da hat Österreich eine Packung unterschrieben, die nicht so ganz so transparent dargestellt wurde in den Wochen und Monaten davor. Was ist? Ja, man weiß es, das ist das Skurrilste überhaupt. Das ist so ähnlich, wie wenn du dir mit einem Kaufvertrag ein Auto kaufst, das noch nichts hängen hast. Das ist, wer macht das? Keine Räder. Um eine Brücke zu schlagen vom vorigen Thema, ist das noch normal? Das macht doch kein Mensch. Denn niemand macht das. Die unterschreiben einen Vertrag, wo sie nicht mehr wissen, was. Das Einzige, was man weiß, ist, dass man zwei Milliarden kostet uns das, der Spaß. 2 Milliarden, dass jetzt die NATO bei uns möglicherweise sogar atombestückte Raketen aufstellen dürfen. Kann ja sein, wissen wir nicht. Wir wissen es nicht. Was ist der Wahnsinn, der auf uns zukommt? Im Minimum sogenannte Patriot-Abwehrraketen, die dann bei uns im Land stehen. Wo bin ich gespannt? Wer lässt sich das hinstellen? Da wird es Bürgerinitiativen geben. Wer will das? Wer will auf seinen Grund und Boden solche Raketen stehen haben, die uns nicht nur zum Angriffsziel machen für potenzielle Aggressoren, sondern natürlich auch zum Anschlagsziel für Terroristen, die das dann in die Luft gehen lassen. Und also das ist ja so absurd. Und vielleicht sagt der lustige NATO irgendwann einmal, naja, eigentlich wollen wir nicht nur die Patriot-Raketen aufstellen in Österreich, sondern auch Atomraketen. Das ist ja, kann ja sein. Was tust du dann? Es ist ja sowas Absurdes, was hier passiert. Und der im Bundeskanzleramt und seine Verteidigungsministerin, jetzt fast hätte ich gesagt Verteidigungswauwau, also eigentlich kommt mir die vor, die sagen, das ist normal. Jetzt sind wir wieder beim Thema. Das ist normal. Befragen aber nicht die Bevölkerung dazu. Befragen nicht das Parlament.
Das ist alles ausgeschaltet. Es wird gegen die Demokratie ins Land aufgestellt, ohne dass überhaupt wer mitsprechen darf. Das ist sowas Absurdes, dass das Geimpfte hochkommt, wenn ich geimpft wäre. Ich bin es ja nicht. Aber es tät mal hochkommen. Ja. Das ist wirklich, wirklich etwas Absurdes. Und da muss man natürlich dazu sagen, ja, es ist ein US-amerikanisches System. Wir begeben uns hier in Richtung NATO-Neutralität. Ist vorbei damit. Weg. Die geben wir auch so nebenbei auf. Und beim Nehammer mache ich mir wirklich Sorgen. Ich mache mir Sorgen um den. Denn der hat jetzt in kürzester Zeit merkwürdigste Aussagen gemacht. Erinnert ihr, wie da diese Wagner-Gruppe, die ihr so herrlich gefeatured habt, da plötzlich eine, diese Stundenrevolution, die dann zum Mittag, glaube ich, aus war, gemacht hat, hat er gesagt, ja, wir müssen jetzt sofort handeln in Österreich, einen Sicherheitsrat einberufen, weil er lässt es nicht zu, dass auf österreichischem Boden innerrussische Konflikte ausgetragen werden. Ja, wo? Haben zwei Russen beim Tichereisgeschäft im Zenten miteinander Kraft? Ich weiß es nicht. Jedenfalls, es gibt keinen innerrussischen Konflikt in Österreich. Und jetzt hat er überhaupt einen lustigen Satz gesagt. Er wollte den Kickl auswischen. Aber oft merkt man ja bei solchen Anfällen, die er da hat, jetzt gegen den Kickl, auch eine gewisse Wahrheit. Er hat diesen wunderbaren Satz geprägt. Er hat lieber Raketen wie Pferde. Na wunderbar. In einem Land, wo... Ich weiß nicht, wie viele zigtausende es Haustiere und Menschen gibt, die Tiere mögen, sagt er lieber Raketen wie Pferde. Das ist wunderbar. Ich habe lieber Pferde, wenn ich ehrlich bin. Ich brauche die Raketen nicht. Ich habe Streichel, Pferde sind wunderbare Geschöpfe. Und übrigens in vielen Ländern in Europa, in den Städten, als Polizeipferde auch eingesetzt. Es ist keine Novität, dass da der Kickl machen wollte. Im Gegenteil, es wäre auch gut gewesen, das in Österreich zu haben. Ist er nicht gekommen. Aber was heißt das? Ich habe lieber Raketen als wie Pferde. Ich meine, spielt er gern mit Raketen oder ist in der Kindheit was schiefgegangen? Also, um es an den Punkt zu bringen. Diese Attacke, die er da reitet, ist in Wahrheit eine Attacke eines Ertrinkenden, ein Jahr vor der Wahl. Der merkt, in den Umfragen geht nichts weiter. Es gibt Umfragen mittlerweile, wo die ÖVP 10 Prozentpunkte hinter der FPÖ ist. Die gibt es mittlerweile. Sample 1000. 32% FPÖ, 22% ÖVP. Die gibt es mittlerweile. Die sind relativ stabil im letzten halben Jahr, weil eben solche Aussagen daherkommen und eine solche Politik betrieben wird. Nichts für die Menschen machen, die das Leben nicht leisten können, aber dafür Raketen in Österreich aufstellen. Absurd, sage ich dazu. Das Thema Teuerung und die Menschen, die sich das Leben nicht mehr leisten können, da kommen wir ein wenig später. Aber trotzdem noch eine Frage an Sie, Herr Schaub. Sie haben den Begriff aktive Neutralitätspolitik angesprochen. Bei der Absichtserklärung, die jetzt unterzeichnet wurde, geht es ja auch darum, dass wir jetzt in Friedenszeiten eine Beistandspflicht unterzeichnen, die im Kriegsfall eintritt. Heißt das also, dass wir, sollte es jemals diesen Kriegsfall geben, was wir nicht herbeireden wollen, müssen wir handeln? Oder können wir dann auch sagen, naja, so ganz haben wir das so nicht gemeint? Geht das dann überhaupt noch? Die These ist ja, dass es eine militärische Beistandsverpflichtung, eine automatische, einfach nicht gibt. Die gibt es nicht. Ja? Das heißt, Österreich kann sich entscheiden im Rahmen der Europäischen Union, dass sie nehmen, ich bin solidarisch oder ich gut zureden, Beistand oder was weiß ich, selbst Sanktionen, schon Grenzfälle. Ja? Aber militärische Beistandspflicht, nein. Fremde Truppen, nein, auf österreichischem Gebiet. Mitglied eines Militärbündnisses, nein. Was ist eine Raketen auf dem österreichischen Territorium dann? Die Frage stellt sich nämlich wirklich. Ja? Und der Professor Bussjäger sagt in einem Kommentar in einer Tageszeitung, dass dann im Ernstfall, was ist im Ernstfall? Im Ernstfall kannst du gar nicht mehr entscheiden, ob du neutral bist oder nicht, sondern da drückt das NATO-Oberkommando auf den Knopf und du bist dabei, aus. Und du bist Kriegsteilnehmer. Und ehrlich gesagt, das geht nicht. Das geht nicht. Und die Absichtserklärung geht nicht. Ja? Also was die da unterschrieben haben, finde ich, ist ein Sicherheitsrisiko, weil nach wie vor muss man nach Konzepten suchen, dass ein neutrales Land wie Österreich mit aktiver Neutralitätspolitik eine aktive Sicherheitspolitik machen kann. Das heute nach wie vor im Geiste der vielen Bundeskanzler, die da waren, vielleicht minus Schüssel, aber halte ich das für entscheidend und für wichtig, ein Teil unserer Identität und auch unseres Sicherheitsverständnisses. Aber wenn ich so schludrig mit den Dingen umgehe, wie
sich das da gerade jetzt abgezeichnet hat, dann kann ich nur sagen, das geht so gar nicht. Und die Ausrede auf die Schweiz, die da irgendwie jetzt einmal gerade so, die sind viel zu schlau, die machen mal die Absichtserklärung und dann kaufen sie es ja Schokolade und schleichen sie. Also das ist einfach, die sind da anders unterwegs. Also ich glaube nicht, dass das haltbar ist. Ich wäre auch dagegen, dass man das dann irgendwie unterzeichnet. Also ich bin da massiv dagegen und es ist vieles, was passiert ist, in der letzten Zeit etwas, wo man noch kritisch aufarbeiten muss, in der ganzen Ukraine-Russland-Auseinandersetzung. Aber darf ich noch meinen Hausverstand dazuschalten, wenn man schon wieder mal die Normalität... Abgesehen jetzt von den neutralitätspolitischen Gründen, abgesehen von der Sicherheitsgefährdung, die Österreich passiert, stellt sich ja die Frage, braucht man denn das? Das ist ja die Frage. Die Regierung baut ein Szenario auf und sagt, wenn von Russland die Raketen kommt, dann haben wir künftig in unserem Land die Abwehrraketen. Und jetzt stellt sich die Frage, ist das denn wirklich so? Und wenn man das hinterfragt, auch mit Militärstrategen, ist es natürlich nicht so. Denn wir sind umzingelt von NATO-Ländern, Slowakei, Tschechien, bis hinauf nach Polen, die alle an ihren Grenzen zum Osten solche Abwehrraketensysteme bereits stehen haben. Die NATO hat ja die russischen Grenzen da in diese Richtung schon so sicher gemacht, so dingfest gemacht, wohlweislich, schon in der Vergangenheit. Es war ja auch der Streitpunkt zwischen Putin und dem Westen, dass eben die NATO dort ihre Abwehrraketen hingestellt hat. Das bedeutet, fliegt irgendwo vom Ural oder sonst wo, steigt der Raketen auf, wo er nicht draufsteht, wo der hinfliegt, steht er nicht drauf, Wien, Innenstadt, sondern die fliegt dort weg. Sobald die Grenze überquert, wird dort ein Abwehrraketensystem der NATO in Tschechien, im schlimmsten Fall Slowakei, wahrscheinlich schon in Polen oder Tschechien, die dort abfangen. Das heißt, die kommt ja gar nicht zu uns hin. Wir brauchen diese Abwehrsysteme gar nicht, weil ich nicht davon ausgehe, dass unser Nachbarland angreift mit Waffen, mit Raketen. Also das sind solche verrückten, kruden Theorien, die uns da aufgetischt werden, die ja nicht einmal dem Hausverstand standhalten, sondern die auch klar machen, wir brauchen dieses Raketensystem auch nicht. Es ist nicht nur neutralitätspolitischer Blödsinn, es gefährdet Österreich, Stichwort Kriegsziel oder Anschlagsziel, und wir brauchen es auch nicht. Und jetzt kann man keine Regierung dieser Welt, schon gar nicht unsere, erklären, dass wir so ein Ding überhaupt in unserem Land brauchen. Deswegen ist auch hier wieder Kickl an der richtigen Adresse, indem er sagt, nein, sobald er da was zum Sagen hat, wird das nicht umgesetzt. Ganz einfach. Nein, es sagt, wir sind am Beginn einer zweiten und dritten Phase eines Kalten Krieges, der ein warmer Krieg sein kann. Das ist die Grundthese dahinter. Dahinter steckt die gesamte globale Rüstungsindustrie, die das will, übrigens auf allen Seiten nebenbei erwähnt. Ja. Und das ist das Verhängnisvolle an dieser Entwicklung, weil ich persönlich, warum soll Russland Atomraketen auf Österreich schicken? Wir müssen das einmal erklären. Ja. Also aber man inszeniert bereits, wir stehen am Beginn einer Auseinandersetzung, das dauernd bestritten wird, aber in Brüssel oder in Washington oder sonst wo. Aber das herbeizureden, ja, oder jetzt schon die Rüstung, die dick und fett machen, damit unterbrochen überall alles aufgestellt wird, das ist meiner Meinung nach vor dem Hintergrund, dass wir Ressourcen brauchen für die Bekämpfung des Klimawandels, des Hungers, der Hitze, des was auch immer, ja, Das halte ich für sowas von fahrlässig, was sich da gerade abspielt. Also ich finde, und was ist eigentlich jetzt, außer dass der Nehammer und die Frau Tanner die Absichtserklärung unterschrieben haben, was machen die sonst noch als Kanzler und einer Ministerin in der Europäischen Union und in einer Zeit, in der man jetzt schauen muss, ob man nicht doch da eigenständig versucht, Initiativen zu setzen, damit der Irrsinn bald ein Ende findet, nämlich zumindest Waffenstillstand. Nichts, nichts, nichts. Jetzt sind Sie kein aktiver SPÖ-Politiker mehr, aber es sind scharfe Worte, die Sie da in Richtung Regierung richten, Herr Dörr. Vom jetzigen neuen SPÖ-Chef Andreas Babler hört man in diese Richtung eigentlich wenig bis überhaupt nichts. Also innerhalb der Partei wird darüber diskutiert, Cannabis, ja, nein, 100 km/h, ja, nein. Er ist ein wenig der Meister des Zurückziehens von Ankündigungen. Warum hat der Andreas Babler da genau in diesem Punkt nichts gesagt oder nicht genauso scharf argumentiert, wie Sie es jetzt getan haben? Das wäre doch ein Oppositionsthema. Ich glaube, es gibt so viele wichtige Themen, die teilweise wichtiger sind als die Themen, die man in der letzten Zeit auch seitens der
der Sozialdemokraten diskutiert hat, ob jetzt die Mieten günstiger wären oder ob die Lebenshaltungskosten günstiger wären. Sie wären vielleicht erträglicher durch die Freigabe von Cannabis. Ja. aber ob das wirklich ein Beitrag ist, ich wage das ganz ehrlich zu bezweifeln. Oder wenn jetzt überall die Nationalbank, sie hieß es, lachenden Gesichtes und sagt, ja, also das sind ja die Sparbuchräuber der ersten Kategorie und sagt, naja, jetzt haben die österreichischen Sparer 24 Milliarden Euro verloren, aber jetzt kommt die Wende, jetzt werden sie nur mehr 18 Milliarden verlieren. Das ist doch ein Wahnsinn. Gegen das muss man doch auftreten, weil selbst der kleine, wie es so schön heißt in der Diktion, oder mittlere, sozial im Mittelstand sich befindende, der eine oder andere wird da noch irgendwas am Sparbuch haben. Ja, der kriegt zwar dort nur 0,38% Zinsen. Warum? Warum, frage ich mich. Ich meine, diese Banken sind ja richtige Räuber. Weil ich meine, das kann doch nicht sein, dass ich sage, ich nehme das Geld, ich setze es für Investitionen, ich verdiene mich krumm und dämlich, ja, ich wink um zur OMV, zu den Stromverkäufern, denen geht es genauso gut. Und die Sparer sind die Blöden. Und solange die das Geld nicht abziehen, erhöhen wir auch nicht die Zinsen. Das ist denen ihre Philosophie. Die sagen, was, der lässt es bei 0,38% bei uns liegen, dann kriegt er weiter 0,38%. Ist doch uns wurscht. Ja? So läuft es ab. Und ich finde, das sind die Punkte. Also ich sage ein paar alternative Punkte. Ich bin ja mit vielen Punkten, die der Barbara durchaus gesagt hat, bin ich der Meinung, das muss, ist überlegenswert. Absolut. Ja? Und man muss das vielleicht mittel- oder langfristig in die Überlegung einbinden. Ja? Aber wo ich nicht dafür bin, sind die 100 km/h auf der Autobahn, weil das ist sicher nicht ein, wo da der Klimawandel eingebremst wird. Das sicher nicht ein. Also das, da bin ich ziemlich anderer Meinung. Aber dass man das Soziale in den Mittelpunkt stellen muss, dass man da, das ist ja nach wie vor beim Babler der Punkt, der für ihn also da wichtig ist. Und ich nehme an, sie haben ja jetzt ja auch, weil der Van der Bende es auch kritisiert hat, unsere Leute, diesen Ausspruch von ihm, diesen... Genau, ja, er hat ja auch gespalten. Genau, naja, aber da haben die dann eine Aussendung gemacht, wo sie aufgezählt haben, so viele Berufsgruppen und so viele Persönlichkeiten, dann komme ich schon auf einen hohen Prozentsatz, wo ich sagen kann, unsere Leute, dieser Begriff ist eine Metapher, ja. Das sind die, die mit uns gemeinsam für eine gerechtere und demokratischere Gesellschaft in Frieden und Wohlstand kämpfen wollen. Leistung, Aufstieg, Sicherheit. So, das sind unsere Leute in unserer Philosophie, mit unseren Zielen, sagen wir das. Wenn ich das ein bisschen weiterentwickeln darf jetzt. Ja, okay, ja, ich finde, was der Van der Bellen gemacht hat, das war ziemlich unzulässig. Der ist auf alle drei Parteien losgegangen, auf die ÖVP, auf die FPÖ, auf die SPÖ. Wieso geht er nicht auf die Grünen eigentlich los? Der soll sich einmal hinsetzen und sagen, was machen die da festgepickt am Boden und inwieweit nutzt es uns Ökologisten und mir, dem Grünen Bundespräsidenten? Ja? Wo ist das eigentlich? Also... Nur zur Erklärung, was da jetzt eben angesprochen wurde. Andreas Babler hat einmal bei einer Veranstaltung eben gesagt, unsere Leid. Wie Peter Wesenthaler das vorhin gesagt hat, ist das ein volkstümlicher Ausdruck, genauso wie normal denkende Menschen. Naja, vor allem ist es alt und abgekuppert von der FPÖ. Es ist zwei Nationalratswahlkämpfe her, da hat die FPÖ damit einen Wahlkampf geführt. Unser Geld für unsere Leid. Steuergeld in dem Fall für unsere Leid. Das ist an sich ist ja ehrenvoll für die FPÖ, dass da sogar jetzt ein Rotter drauf kommt, dass das vielleicht gar nicht so schlecht ist. Aber die Frage war ja eigentlich, was ist mit dem Babler los? Gibt es denn überhaupt noch? Ist der noch oder ist der auf Urlaub? Oder keine Ahnung. Der macht da gerade eine Metamorphose durch, die ist schon bemerkenswert. Ne? Also von den beiden Themen, die er da an sich an die Fahnen geheftet hat, Vermögensteuer und 32 Stunden Woche ist er schon wieder weg. Da denkt er jetzt nach, das geht doch nicht so schnell. Hat er uns jetzt ausrichten lassen, jetzt kommt er drauf, dass es dagegen massiven Widerstand gibt, vor allem gegen die 32 Stunden Woche, dass das kein Mensch will und dass das auch nicht umsetzbar ist im Land. Und das denkt er nach und sagt schon, naja, das dauert ja noch einige Jahre, bis das vielleicht etappenschrittweise eingeführt ist. Also das Apotheke ist ja schon weg. Ich danke Josef Czap für dieses aufregende Gespräch und Peter Wesenthaler für seine hitzige Einlage bei diesen wirklich dramatischen Temperaturen in Österreich und in Europa. Aber beim Babler ist es natürlich so, dass man sagt, wir haben Entzugserscheinungen. Der Mann war ja nur sicher. Der Mann war ja eigentlich omnipräsent. Es gab ja keinen Tag ohne mindestens 6 Babler-Interviews. Und plötzlich gibt es wochenlang keins mehr.
Lebt er noch, lieber Josef? Du kennst dich aus. Ist er ins Exil gegangen, weil er sich irgendwie mit seiner Partei nicht mehr zurechtfindet? Oder muss er die vielen neuen Mitgliedsbeiträge persönlich bearbeiten und beantworten, sodass er nicht mehr zum Reden kommt? Was ist los mit den neuen Parteivorsitzenden? Das ist jetzt ganz simpel. Der macht ab Donnerstag oder jedenfalls ab dieser Woche eine totale Tour durch Österreich. Er will einfach mit möglichst vielen Menschen in Kontakt treten. Übrigens analog zu dem, was der Alfred Gusenbauer einmal gemacht hat. So auch seine Tour, die dann sehr erfolgreich war. Und das finde ich ja richtig so. Also man kann nicht immer nur in Interviews und medial und elektronisch und printmedial kommunizieren mit den Menschen. Man muss auch direkt zu ihnen hinfahren, wie das so schön heißt, in die Gasthäuser, in die Schwimmbäder, in die Bauernhöfe, wo auch immer. Und du genau hast ja diese Gusenbauer-Tour damals mitorchestriert. Ja, das war und cool. Das hat ja dann zu diesem Sensationserfolg gegen den Schüssel geführt, wo jeder glaubt hat, der Schüssel gewinnt das 40-30 und plötzlich war es umgekehrt. Erstens hat das eine große Rolle gespielt. Die Menschen schätzen das, wenn das jemand ist, den man angreifen kann, der zuhört, der kommt, der mehrfach kommt, wenn es notwendig ist. Ja. Und das Zweite war natürlich die berühmte Fernsehdiskussion Gusenbauer-Schüssel. Ja. Ja. Schauen Sie mir in die Augen, hat er gesagt, wie bei Casablanca. Die kommen ja noch. Die Fernsehdiskussionen kommen. Glänzend. Also war ein glänzender Auftritt. Josef, du sagst, man muss also in die Gebirgstäler, in die Bundesländer, genau, in die Bezirke gehen. Du sagst, das macht der Babler. Genau. Und ist das jetzt ein Erfolgsparteivorsitzender? Oder reißt er gerade ein Riesenbrezen? Na, schau, ich sag dir was. So wie ich immer sage, ob jemand Kanzler sein kann, weiß man erst, wenn er Kanzler ist. Und zwar meine ich damit alle 8 Kanzler oder 9, die ich bis jetzt erlebt habe. Und bei manchen war es so und bei manchen war es nicht so. Also mal Punkt 1. Punkt 2 ist, ein Parteivorsitzender, das ist, wie gesagt, die Partei ist kein Selbstzweck. Ja? Also der ist auch nicht Parteivorsitzender, damit sich die Partei wohlfühlt, sondern die Partei wurde gegründet für die Menschen in Österreich, ja? Damit dort das Leben lebenswerter wird, ja, und dass man da einfach... Und ist der jetzt ein Erfolgsmodell oder ist der am Selbstfindungstrieb oder zahlt er die SPÖ jetzt auch wie? Du hast mich da immer, bis ich dann sage, schau, ich habe ursprünglich damals den Toskosil unterstützt. Das war bereichernd. Du hast erst mal in deinem Leben auf einen Verlierer gesetzt. Obwohl du glaubtest, du setzt auf den Sieger, was eher Blödsinn war. Weil mittlerweile wissen wir, der hätte nie eine Wahl gewonnen. Es ist keine Schande, jemanden zu unterstützen, der die absolute Mehrheit in einem Bundesland, wie beispielsweise im Burgenland hat, richtige Themen gesetzt hat, der kommuniziert hat, ich bekenne mich dazu, ich habe da nichts zu bereuen. Aber der Parteitag hat so entschieden, wie er entschieden hat. Und das muss man akzeptieren. Und jetzt ist der falsche Parteivorsitzende. Nein, überhaupt nicht. Ich bin Demokrat. Und jetzt werden wir mal schauen, inwieweit er diese Erneuerungsinitiative, die er da gestartet hat, und das war sehr professionell, wie er das da gemacht hat in den sozialen Medien, in der Öffentlichkeit und überall, sehr professionell. Ich teile nicht alle Punkte, die er in den Interviews gesagt hat. Kann ich mir vorstellen. Ja, teile ich halt nicht. Das ist ja wurscht. Ich hab noch nie bei irgendeinem Parteivorsitzenden und Bundeskanzler alle Punkte geteilt. Ja, beim Gusenbauer und beim Faymann eher als beim Babler. Aber da hat es auch Punkte gegeben, wo ich eben nicht der Meinung war. Aber das ist ja egal. Ja. Das muss ja nicht sein. Ich bin ja gegen dieses Prinzip der Kommandopartei. Ja. Oben hat einer eine Erleuchtung. Na gut. Und gibt es dann runter und alle sind erleuchtet. Das glaube ich nicht. Ist der Mann ein Problem oder eine Hilfe für die SPÖ? Das wirst du am Wahlabend beantworten können. Gut. Na, das ist eine sehr salomonische Antwort, bitte, Herr Westen. Naja, der fabriziert gerade den größten Bauchfleck, den man überhaupt aller Zeiten hinlängert konnte. Der ist als neuer Parteiobmann gewählt, kommt nicht mehr vor, steht jetzt in den Umfragen ab, Kanzlerfrage, auch wieder schauen. Also der lasst ja gerade sausen, die Partie und die Verrenkungsübung des Josef Czap heute, das war ja wirklich eindrucksvoll. Ich erinnere, die er gerade gemacht hat, um seinen Herrn Babler da zu verteidigen. Ich werde das nächste Mal verspricht, dass am 9. August alle Zuschauer, nächste Woche haben wir Sommerpause, am 9. August bringe ich das wirklich mit, wie der Josef Czap, ich glaube, es war 2 Wochen vor dem Parteitag, gesagt hat, warum er den Toskosil unterstützt ist. Ja. Weil wir mit dem Herrn Babler, die SPÖ gewinnt mit dem Herrn Babler keine Wahlen. Und das müssen wir einmal vorspielen, um den Fokus wieder in die richtige Richtung zu korrekt zitieren. Nein, ich werde es da vorspielen. Ich habe gesagt, der Toskosil kann eher schwarz-blaue Mehrheit verhindern als der Babler. Ich spiele es dir vor, lieber Josef. Auf Nachfrage, der Wolfgang hat nachgefragt, bist du daher der Meinung,
mit dem Herrn Babler gewinnt die SPÖ keine Wahl. Und du sagst, ja, und das spüle ich dann einfach nächsten, damit wir es wieder in Erinnerung rufen, wie schnell man eigentlich eine Kehrtwende, und was ich mir gar nicht vorstellen will, jetzt haben wir gerade Sommer und so schön, dass du sagst, mir kommt der Herr Babler in ein Schwimmbad entgegen, möglicherweise in der Badehose und grinst mir mit seinen, wie soll man wissen, wie seine 10.000 schon an. Also um Gottes Willen, verschont doch die Menschen. Naja, der hat, sieht man, ja, das ist so ein richtiger ausgefressener Sozialdemokrat, wie ein Birkel steht. Der kommt mir in der Badehose entgegen, da stellt er das vor. Und das ist ja der besondere Witz. Immer dann, wenn ein Politiker nicht mehr vorkommt, kommt der Josef Schabter und sagt, der ist auf Sommertour. Jetzt gerade in der High Season, also in der letzten Juli und Anfang August, wo zwei Drittel der Österreicher irgendwo zwischen Adria und Griechenland auf Urlaub sind, noch der Herr Babler Sommer, den Schmäh, den kannst du erzählen, den Jusos oder deiner Herrn Häuser Bezirkspartei, aber nicht den Menschen. Der ist abgetaucht, weil das nicht mehr der bockt. Der hat das nicht mehr im Griff. Den kommt die Partei über sich. Und wenn ich mir jetzt anschaue, was da als nächstes auf ihn zukommt, ganz neu, jetzt ist bekannt geworden, die Bilanz der Roten Arbeiterkammer. Weißt du, was die Arbeiterkammer verspekuliert hat, allein an dubiosen Wertpapierspekulationsgeschäften? 5,3 Millionen Euro an Zwangsbeiträgen hat die Arbeiterkammer in einem Jahr, 2022, an Zwangsbeiträgen an der Börse verjuckst und verspült und verzockt. Und jetzt kommt's, weißt du, wer das meiste, nämlich die Hälfte davon? Die Wiener Arbeiterkammer, die Freunde des Herrn Ludwig, das ist eine rote Organisation, wie wir wissen, die Arbeiterkammer. Ja, schon, aber der kann ja für die Arbeiterkammer. Der Herr Babler soll einmal erzählen, was mit den Geldern der Zwangsmitglieder passiert. Das sind alles Genossen, die da drin sitzen. Jetzt wissen wir schon, was ich sagen will. Jetzt wissen wir, die SPÖ kann nicht zählen, haben wir am Parteitag gelernt. Sie kann nicht rechnen, haben wir auch am Parteitag gelernt. Der Herr Babler tut sich schwer mit ausrechnen, wie schnell du von Wien nach Linz fährst, wenn du statt 100, 130 fährst. Hat er gesagt, 7 Minuten, jetzt wissen wir, es ist dreimal so viel, 22 Minuten. Also er kann nicht rechnen. Und jetzt stellt sich heraus, zum allen Unglück, auch die roten Genossen in der Arbeiterkammer können nicht spekulieren, weil sie verzocken das Geld der Zwangsmitglieder an der Börse. Ist jetzt bekannt geworden, was ich damit sagen will. Wir haben es mit einer Partei zu tun, die zwar nicht politische Legastheniker sind, aber nicht rechnen können. Und die wollen uns jetzt, die wollen die Macht in dem Land übernehmen, wollen ein Budget erstellen, wollen die Steuern bestimmen, wollen Löhne bestimmen. Also völlig absurd, was da passiert. Und der Herr Babler hat nichts anderes zu tun, außer abzutauchen und ein paar Wahnsinnigkeiten von sich zu geben, wie zum Beispiel Drogenfreigabe, wunderbar, Kreuze verbrennen aus den Schulen, die Kreuze verbrennen, oder 100 km/h auf der Autobahn, lustigerweise. Beschließen gerade Tschechien und Italien 150 km/h, die gehen nämlich auf, weil sie gesagt haben, das ist im Moment die Zeit, wo man hinaufgeht, weil 100 zu wenig ist und 130, auch gehen sie auf 150. Bei Herrn Babler will uns das Autofahren verbieten, sodass die Pendler, die roten Pendler aus den Bundesländern noch später in die Arbeit kommen und noch früher aufstehen müssen. Also in Wahrheit, die SPÖ hat sich komplett abgemeldet, findet im Diskurs nicht mehr statt. Es gibt eine ÖVP, die ein bisschen herumdiskutiert, was normal ist. Und es gibt eine FPÖ, die Gott sei Dank da dagegen hält und sagt, was wirklich normal ist, nämlich was die Menschen betrifft. Ist genau meine Frage, ich wollte die eh fragen. Hat sich der Charlie Nehammer, den du immer Schmähhammer nennst, ja, hat sich der wieder zurückgekämpft? Schafft er das, was im nächsten Wahlkampf entscheidend wird? Ich stelle ja die Behauptung auf, der nächste Wahlkampf wird vom Duell X gegen Kickl entschieden werden, also entweder Nehammer gegen Kickl oder Babler gegen Kickl. Ein Dritter wird überbleiben, weil ein Dreierwahlkampf habe ich persönlich in der Form noch nicht erlebt. Vielleicht kann der Josef dann sagen, ob er glaubt, dass so Dreierduelle auch denkbar sind. Ich glaube nicht. Es waren immer Zweierduelle, Häupl gegen Haider, Ludwig gegen Strache. Also wann immer ein SPÖler aufgetreten ist und gegen einen Blauen losmarschiert ist, hat er meistens gewonnen aufgrund der Panik. Der Kurz hat ja auch dieses Duell gemacht, Kurz gegen Strache. Hat sich der Nehammer zurückgekämpft und wird der Babler verschwinden und als Dritter Schiffbruch erleiden? Oder wird es doch zum Duell Babler gegen Kickl kommen und wird der Nehammer Schiffbruch erleiden? Was ihr alle vergesst, ist, dass wir 4 Jahre dieser Regierung hinter uns haben. Eben. Und die hat eine Geschichte. Eben. Und was total zerstört worden ist, wie noch nie in der Geschichte zuvor, es gab noch keine, nicht einmal die langjährige schwarz-rote Koalition der 90er Jahre, die Weiland-Jörg Haider erfolgreich bekämpft hat, nicht einmal die, hat so zustande gebracht, Glaubwürdigkeit und politische Authentizität so zu zerstören, wie das Nehammer gemacht hat. Hier kämpft ein Ertrinkender ums Überleben. Deswegen kommt es ja dazu, es hat es in der Geschichte bisher erst ein einziges Mal gegeben. In der Geschichte hat es bisher erst ein einziges Mal gegeben, wo ein amtierender Bundeskanzler
sich einen Oppositionspolitiker zur Polarisierung ausgesucht hat. Das war nämlich Vranitzky Haider. Sonst gab es das nicht mehr. Sonst hat immer der Kleinere muss polarisieren, damit er vom Großen, vom Kuchen was wegnimmt. Immer dann, wenn ein amtierender Kanzler, und wie gesagt, das war erst einmal, der eigentlich aus der Position der Stärke argumentieren sollte, plötzlich einen Oppositionspolitiker in die Manege der Polarisierung holt, heißt das ja, dass der amtierende Kanzler ein Problem hat. Er muss polarisieren. Wird plötzlich das gelingen, nein, das Duell Nehammer gegen Kickl? Oder ist die Stimmung so auf Neustadt in Österreich, dass es zu einem Duell Babler-Kickl kommt, weil die Frage sein wird, starten wir links neu oder starten wir rechts neu? Es ist so viel zerstört worden in diesen vergangenen Jahren, und es wird ja weiter zerstört, die hören auch nicht auf mit Zerstören, dass so viel zu Bruch gegangen ist, auch in der Glaubwürdigkeit, dass die gar nicht in eine Duellsituation kommen. Beide, sowohl die SPÖ nicht, als auch die ÖVP nicht, weil ja die SPÖ überall mit dabei war. Die war doch bei allen Corona-Maßnahmen mit am Tisch. Ja, aber nicht der Babler. Bei der Impfpflicht. Ja, aber in Wien hast du die höchsten Gebühren und Abgaben. Das ist eine sozialdemokratisch regierte Stadt. Der hat dort die Menschen traktiert, der Ludwig hat es noch mehr eingesperrt. Jetzt hat er die Mieten schon wieder erhöht. Die Gebühren sind erhöht, es kommt der Arbeiterkammer-Skandal auch in Wien daher. Was ich damit meine ist, es geht um Glaubwürdigkeit, es geht nicht um Material, um eine Show, es geht um Glaubwürdigkeit. Und da werden die anderen beiden Parteien, den Freiheitlichen, deshalb nicht das Wasser reichen können, weil Kickl als einziger, deswegen ist es in einem halben Jahr Nummer eins, glaubwürdig diese Themen, und zwar die wichtigsten Themen, Teuerung, Corona und Zuwanderung, und zwar mit Argumenten, die nachvollziehbar vertritt. Das ist meine These. Und daher kommt es gar nicht zu irgendeinem. Duellieren wird sich der Babler mit dem Herrn Nehammer um Platz 2 und 3. Das ist das Match wahrscheinlich. Der redet manchmal wirklich daneben. Aber es macht nichts. Es ist das Salz in der Suppe. Du empörst dich. Du sagst die ganze Zeit. Ja. Da sind zwar Unverbrauchte, was natürlich nicht ganz stimmt. Der Babler ist ja wirklich unverbraucht, weil der ist vom Bürgermeister direkt hochgeschossen zum Parteivorsitzenden. Der ist der klassische Gegner für den Kickl in der Auseinandersetzung, weil er das alles man nicht zu der vertreten hat. War das immer? Nein, jetzt, von ach den so, dreien. Es ist schnell mal so. Die Seiten gewechselt. Und der Kickl war eigentlich immer schon da. Du vergisst ja das. Konstant. Alle gescheiterten konstant. Regierungsbeteiligungen der konstant. FPÖ, alles, was passiert ist in der FPÖ, irgendwo war der Kickl immer dabei. Also den Kickl als frisch geborenen Satz. Also immer wenn ich auf den Punkt komme, wirst du nervös. Historisch. Du hast da gleich. Er war ja Generalsekretär. Nein, wir wollen, wenn wir ehrlich und offen diskutieren, dann müssen wir sehen, Kickl, das ist sozusagen die Kontinuität in der FPÖ. Das ist das Rückgrat historisch. Und zwar alle bis zum Haider zurück. Ja, das ist einmal so. Punkt 1. Daher klassisch, wenn das so ist, dass alle sagen, na, die ÖVP braucht keiner mehr und das sind da und was weiß ich was alles, was ich nicht glaube, die mit ihrer Medienmacht werden da sehr wohl mitspielen, das kann ich da gleich sagen. Und ob dann das Duell im engeren Sinn Babler Kickl hast oder nicht, wird sich noch herausstellen. Aber du wirst ernst nehmen müssen, dass du die Hauptregierungspartei und die zwei Oppositionsparteien möglicherweise eine Dreierrunde haben und die Grünen werden sich vielleicht schon vorbereiten auf eine Arbeit außerhalb des Parlaments. Aber das ist eine andere Geschichte. Das musst du mal sehen. Schau, was ich appellieren würde, ist, du sprichst, wenn ich so wie die FPÖ sprechen würde, wie du über die SPÖ. Ja? Nein, was du da machst, du bist Richter, Ankläger, alles Mögliche und stellst dich da als was alles nur negativ sein kann, pickst denen um den Hals. Und ja, jeder Dialog ist schwierig. Ja? Ja. Weil du musst über das versuchen, wenn du Sachen diskutieren willst. Was war da jetzt falsch, was ich gesagt habe? Eine einzige Anklage. Was war falsch? Alles. Die Drogenfreigabe war falsch? Die Kreuze verbrennen waren falsch? Nein. Oder die 100 km/h waren falsch? Was war jetzt falsch? Das stimmt zum Beispiel. Du wirfst mir vorher etwas Falsches. Nein, weißt du, was ich das sage? Immer wenn du dich besonders ärgerst, gehst du auf Wien los. Ja? Du kannst dir die Statistiken anschauen, das ist keine Katastrophe. Die Leute leiden. Sämtlichen Rankings sagen die Leute in Wien, ist eine lebenswerte Stadt, man lebt ja dort. Und die Gebühren gehören zu den niedrigsten in ganz Österreich, und zwar sämtliche Gebühren. Aber das leugnest. Die Mieten an. Die Mieten, die Richtwertmieten. Ganz niedrig und ganz tief. In Wien ist jedenfalls von der Mietenlage her im Österreich-Vergleich und im Europa-Vergleich sowieso ist es am niedrigsten. Und das leugnest du. Und wenn du dir aber jetzt dann herstellst und sozusagen auf diese Art einen Konvolut an Fake News produzierst, dann
kann man nicht mehr diskutieren. Also in Wien wurden die Mieten nicht erhöht, die meisten. Es wird erhöht, aber du musst das immer in Relation sehen zu dem. Das muss ich dann noch. Nichts der höheren Mieten. Nein, aber du willst ja einmal regieren oder deine Freunde wollen einmal regieren. Du musst ja trotzdem darauf achten, du musst Gemeindebauten oder Genossenschaften, was auch immer, musst du renovieren, erneuern, neue Bauten machen und. Es gibt durchaus Schwachstellen, über die wir diskutiert haben, sogar wir zwei da. Ja. Na, ich bin zum Beispiel der Meinung, zu schnell, zu viel von der Zuwanderung her, aber ganz Österreich, da gehört dann Teil Oberösterreich genauso dazu, da gehört Niederösterreich dazu genauso, es ist ganz Österreich. Also da bin ich schon der Meinung, zurück. Ich bin zum Beispiel sehr kritisch, was betrifft diese Asylentwicklung, dass man das nicht endlich versucht, jetzt in den Griff zu kriegen, und sehe das sehr positiv, wenn die mit Tunesien da, die Meloni, die zitiere jetzt, das ist der pragmatische Rechtspopulismus gegenüber einem rabiaten Rechtspopulismus, man muss unterscheiden, es gibt zwei Arten von Rechtspopulismus. Der Kickl ist ein rabiater Rechtspopulismus, oder was ist der Kickl? Von der Wortwahl ja. Erklärt mir, dass ich die SPÖ immer so angeht. Er wird mir es verzeihen, er kennt mich nämlich aus dem Parlament. Wir haben uns also manchen Streusel geliefert. Vorwerfen, was du dann so machst. Ich rege an. Ich sage mir einfach, wir haben mehr davon, wenn wir irgendwie an diese Sache sachlicher herangehen. Lieber Josef, du sagst das mit der Alterskammer muss überprüfen. Josef, ich glaube es nicht, aber es muss man sich anschauen. Josef, du sagst, der Nehammer ist mehr oder weniger absalutiert. Es wird zu einem Neustart-Duell kommen und da wird es zum Duell kommen, rechts gegen links. Habe ich dich richtig verstanden? Das ist meine Vermutung. Das hast du als logisch vorher bezeichnet. Ja, genau. Ja? Warum ist das logisch? Ja, weil die zwar nicht in der Regierung waren und weil sie die nicht hinstellen brauchen und erzählen müssen, was sie in der Regierung alles gemacht haben oder nicht gemacht haben. Und du meinst, das logische Duell ist einfach sozusagen die Gutmenschenseite der linken Seite, sammelt sich um den Babler gegen die Normalmenschenseite der rechten Seite, die sammelt sich um den Kickl und das ist dann das Duell. Und das ist ja meistens bis jetzt für die SPÖ ausgegangen, muss man fairerweise sagen. Bis jetzt hat die SPÖ, außer in den Ländern, noch kein einziges Mal so ein Duell gegen die SPÖ gewonnen. Mir ist keins bekannt. Ich bin nur froh, dass er. Ich wüsste gar nicht, wo er dann stehen soll. Steht er dann bei den Linken oder bei den Normalos? Jetzt erklärt er mir gerade, er hat massive Kritik an der Zuwanderungspolitik der Sozialdemokratie. Bitte Herrn Babler anrufen. Nee, das ist der. Der Herr Babler erzählt uns, seit er jetzt im Amt ist, erzählt uns, er will noch mehr Ausländer ins Land einholen. Ja, 70.000. Der kann überhaupt niemand ins Land. Naja, aber er sagt es. Entscheidend tut es die Bundesregierung. Ja, aber er, Meloni hat gesagt, er sagt, mir leid. Die Meloni, über halbe Million. Der Kickl halt dagegen. Na, was sagst du? Ich bin gegen die Meloni. Erklär dich für den pragmatischen Rechtspopulismus oder für den rabiaten. Ja, jetzt wird er der Orban, unterbrechen. Ja, nur weil jetzt den Babler seine Zuwanderungspolitik der Orban hat deswegen keine Migranten oder Flüchtlinge. Weil er alle nach Österreich schickt. Und die Meloni sagt, ich will eine halbe Million zusätzlich. Zu mir. Das ist doch super. Ja, so, und der Herr Babler macht das ganze Österreicher Flüchtlingslager Treskirchen. Du müsstest das jetzt, Wahrheit. Sag was gegen Orban und sag was gegen die Meloni. Warum? Das hättest du gerne. Ich rede gegen die Meloni ist er ja. Ich halte das für seit falsch, Neues. Was die Meloni macht. Ich halte das für richtig. Aber ich halte das Neues. Für völlig richtig, was Orban macht. Und ich erwarte nur von einer Regierung, dass sie genau dasselbe machen mit der Orban. Und sagen, ich schleppe Festung Österreich, wie das der Herbert Kickl sagt. Unter einem Bundeskanzler Herbert Kickl gibt es keine Neuzuwanderung mehr in dem Land. Und das braucht dieses Land endlich, weil wir bereits überrannt sind. Und wer sind dann die Kellner? Es geht nicht um die Arbeitsmigration, es geht um Flüchtlinge und Illegale und Kriminelle, die zu uns kommen. Beim Heider schon falsch. Und der Babler sagt, kommt alle rein, wir machen hier in Österreich Flüchtlingszentren, dann nehmen wir euch alle auf. Und der geht jetzt einen Schritt weiter. Die meisten sind der Schwarz-Blau. Am Parteitag hat er gesagt, er möchte aus diesen Illegalen, möchte er künftig Gastarbeiter machen. Er gratuliert. Kellner. Die ganzen Afghanen und Pakistani und alle, die da jetzt reinkommen, viele, nicht alle, aber viele in böser Absicht, die da auch, jetzt erst vor kurzem hat eine Mutter von drei Kindern hier bestialisch erstochen, ein Syrer nämlich, der, wo wir gar nicht wissen, warum der überhaupt im Land ist, aber der ist hier, weil er das ausgenutzt hat und der Herr Babler sagt, das ist also kein Problem, wir holen noch mehr eine, weil wir brauchen es jetzt. Der Vorwand ist jetzt, wir brauchen mehr Zuwanderer, weil wir zu wenig Arbeitskräfte haben. Und der Kickl und die FPÖ halten dagegen, wir brauchen nicht mehr Zuwanderer, sondern wir brauchen eine Familien- und Geburten- und Kinderpolitik, dass die Österreicher sich Kinder leisten können. Apropos Kickl, wenn ich schon ihm die kritische Frage gestellt habe, wo der Herr Babler ist und ob der noch lebt,
dann muss ich dir ja auch die kritische Frage stellen, wo ist denn der Herr Kickl, lebt der noch? Der ist jeden, erstens, er würde gar nichts machen brauchen, weil alle über ihn reden. Das ist ja das Nächste, ist ja der nächste Vorteil. Also lebt ob das jetzt der Babler ist, der Josef Czapis oder irgendwie, alle reden über den Kickl. Das heißt, normalerweise könnte sich der jetzt zurückziehen und Urlaub machen. Macht er nicht? Nein, also jeden Tag, ich kann da aufschlagen, jeden Tag, heutige Zeitung, schau mal, heutige Zeitung, dieser Artikel über den Kickl, da drinnen. FPÖ-Chef Herbert Kickl, was pocht jetzt auf Preisbremse? Wunderbar. Was hast du in deiner eigenen Zeitung schreibt er, ist der einzige Politiker, der sich schon wieder für die Senkung der Preise einsetzt. Der ist das da. Das der ist jetzt bei den Menschen. Nämlich die Frage, sind wir noch neutral? Sind wir nicht mehr neutral? Sind wir bald nicht mehr neutral? Bleiben wir weiter neutral? Wie ist es mit diesem Schutzschirm, der da über uns ausgebreitet wird? Ist der jetzt von der NATO? Ist der von der EU? Gingen die Schweizer jetzt auch drunter, wie wir heute gehört haben? Ist eh alles Paletti? Oder sollten wir das nicht machen? Und was können wir einen besseren Experten hier haben als den früheren außenpolitischen Sprecher der Regierungspartei SPÖ, den Neutralitätsexperten schlechthin, Professor Josef Czap? Herr Professor, bitte, würdest du das Wort eröffnen? Wie siehst du diesen Schild, diesen Sky-Schild im Zusammenhang mit der von dir sehr oft im Parlament beschworenen Neutralität? Ja, ich bin total misstrauisch. Es hat übrigens eine Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates gegeben. Da hat die Frau Tanner, die Verteidigungsministerin, kein Wort darüber verloren, dass das sozusagen in Überlegung ist. Es wurde mir sozusagen über 6 Ecken mitgeteilt. Es hat, jedenfalls wäre es eine Gelegenheit gewesen, darüber zu sprechen. Punkt 2. Was mir misstrauisch stimmt, ist, ich glaube, es ist eine Vorentscheidung über eine Technologie. Die Frage ist, mache ich amerikanische, deutsche, israelische Technologie oder mache ich französische Technologie oder mit den Deutschen kombiniert und plötzlich haben sie es eilig. Und das macht mich irrsinnig misstrauisch. Dahinter stecken wirtschaftliche Interessen. Die wollen einfach ein bestimmtes, einen Schirm dort hinstellen und die Geschichte hat sie. So. Das Zweite, aber das wirklich Wichtige ist, wer hat das Kommando? Das ist die entscheidende Frage. Und die bestimmt auch letztlich die Frage mit der Neutralität. Und da muss ich schon sagen, also wenn ich bei etwas dabei bin, wo dann letztlich, wenn Raketen in der Gegend um den Dumpf fliegen, eine NATO-Einrichtung das Kommando hat, dann ist Österreich dabei. Inwieweit das noch mit Neutralität vereinbar ist, das ist meiner Meinung nach zu klären. Ich bin skeptisch. Also ich sehe das momentan nicht, dass das vereinbar ist mit der Neutralität. Ich wehre mich nicht dagegen, wenn wir Schutzschirme nach allen Windrichtungen haben. Ja, also wir können uns überhaupt total gegen alles schirmen, ja, wenn wir dazu bereit sind. Aber die Wahrheit ist, das ist eine Debatte, die auch mit einschließen sollte, wie neutral ist man noch, wenn man in technisch-technologische Abhängigkeiten kommt, in dem gesamten militärisch-industriellen Komplex? Wie weit bist du da noch neutral? Und da muss ich sagen, schau, da gibt es jetzt ein paar Leute, die setzen sich her und sagen, oh, da geht es ja Neutralität, geht es ja nur, Truppen ziehen durch, Mitglied bei einem Militärbündnis und, ja. Also bloß das Militärische. Das ist schon wahr, schon richtig, das ist der Kern des Ganzen. Ja. Wir müssen nicht jetzt weltanschaulich neutral sein, das sagt ja keiner. Aber da habe ich ein Misstrauen und vor allem das Tempo macht mich so misstrauisch. Ja. Und jetzt wollen Sie gerade die armen kleinen Schweizer mit einwurzeln in das Ganze, damit das leicht argumentierbar ist. Also ich weiß nicht. Ich finde, es war gut, dass das irgendwie jetzt eine öffentliche Debatte gefunden hat. Manche machen halt wieder das sehr prononciert von den anderen Parteien. Aber ich finde es im Prinzip richtig, dass weißt man da einmal... Weißt du eigentlich als Insider die Linie deiner Partei dazu? Weil die ÖVP behauptet ja, die SPÖ wird zustimmen. Die SPÖ hat aber noch nicht gesagt, dass sie zustimmen wird. Es ist interessant, dass die ÖVP jetzt schon für die SPÖ spricht. Was wird denn passieren, deiner Meinung nach? Ja, die wollen mehr Klarheit haben. Soweit ich das jetzt verstehe. Ja, also verfassungsrechtlich, man muss das einmal genau hinterfragen noch, ob das wirklich die Neutralität berührt oder nicht. Also da gibt es Bedenken, vor allem diejenigen,
die da in diesem Neutralitätswettbewerb zwischen Rot und Blau, dass die da natürlich ihre Position auch behaupten wollen, außerdem aus grundsätzlichen Überlegungen. Ja, es ist die meisten sagen, wieso ist Österreich so hakelig mit der Neutralität? Das kann ich sagen. Wir waren im Ersten Weltkrieg die Auslöser, im Zweiten Weltkrieg war es ein Österreicher, der mit der Auslöser war. Wir haben den Kalten Krieg gehabt, wir haben Ost-West-Konflikt, unzählige Atomraketen in Europa und wir haben mit der Neutralitätspolitik sehr viel an Friedensinitiativen setzen können. Stichwort Palästina, Konflikt mit Israel und so. Und das, glaube ich, sollte man auch in Zukunft versuchen. Die jetzige Regierung macht das nicht. Sie kann es nicht, sie will es nicht, sie macht es nicht. Also du sagst, die Linie deiner Partei ist, wir wollen mehr Information. Mehr Klarheit, ja. Mehr Klarheit und das findest du gut, das ist ja, auch deine Linie. Ja. Du sagst, wirklich beurteilen kannst du das erst, wenn mehr Klarheit da ist, aber du bist mehr als skeptisch. Peter? Also ich teile fast alles, was Josef Schapp gesagt hat, das wird dir jetzt wundern. Eines teile ich nicht, dass es zwischen Blau und Rot einen Wettbewerb gibt. Wer ist der Bewahrer der Neutralität? Den gibt es nicht, weil die Roten werden dazu stimmen. Das ist von vielen schon gesagt worden, nicht nur von der ÖVP. Und die Freiheitlichen sind die einzige Partei, alle anderen Systemparteien unterwerfen sich der NATO, nicht der Europäischen Union, sondern der NATO. Das ist ein NATO-Verteidigungsbündnis, was da errichtet wird. Klassischer Neutralitätsfall, klassisch gegen die verfassungsmäßig fixierte Neutralität. Werden wir Teil eines NATO-Verteidigungsbündnisses und dann nicht einmal alle NATO-Staaten mitmachen. Das ist ja skurril. Nicht? Italien, Spanien machen nicht mit. Frankreich macht nicht mit, Polen macht nicht mit. Also das ist ja hochinteressant, dass ja da manche gar nicht mitmachen, weil sie sagen, warum soll man eigentlich ein Testland für amerikanische Waffensysteme werden, weil nichts anderes ist es. Und jetzt kommen wir aber zu des Pudelskern. Nicht nur zur Aushöhlung der Neutralität, die ja schon passiert ist, diese Aushöhlung mit dem Beitritt der Sanktionen. Das war auch gegen die Neutralität. Mit dem Beitritt der Finanzierung der Waffen in die Ukraine, auch das ist bereits ein Bruch der Neutralität, auf der EU-Ebene. Und jetzt kommt die NATO daher und zu mir nichts, dir nichts, über Nacht, in einer Nacht- und Nebelaktion kommt die Verteidigungsministerin und sagt für Freitag ihre Unterschrift bereits zu, ohne das Parlament eingebunden zu haben, ohne die Bevölkerung dazu gefragt zu haben, weil das ist ein Neutralitätsfall. Und jetzt kommt die entscheidende Frage, du hast das am Anfang so ein bisschen humoristisch, aber mit einem warmen Kern gesagt, naja, was ist, wenn uns die Putin-Raketen um die Ohren fliegen? Und das ist sozusagen dieser Angstschild, der schon wieder errichtet wird in der Regierung. Um Gottes Willen, was ist, wenn der Putin uns angreift? Was natürlich ein völliger Schwachsinn ist, warum soll der Putin Österreich angreifen? Schon allein das ist ja von niemandem, nicht einmal von Heeresexperten überhaupt angedacht. Aber was passieren kann, ist jetzt Folgendes. Nachdem Österreich und seine segensvolle Regierung, die hoffentlich bald abgewählt wird, jetzt Österreich zum Teil des NATO-Bündnisses machen, bringt sie unser Land in die Gefahr, zum Angriffsziel erst zu werden. Warum? Weil ja Österreich verpflichtet wird, in diesen Sky Shield, Raketenschild, auch in Österreich Waffen, Raketenwaffensysteme der NATO aufzustellen. Das muss man sich einmal vorstellen. Was ist denn dann in der Großfeldsiedlung oder auf der Donauinsel oder irgendwo in Innsbruck? Werden dann die Raketenabwehrsysteme hochgefahren, die wir dann dort hinstellen? Das ist ja absurd. Und sobald wir NATO-Waffen in unserem Land stationieren, sind wir potenzielles Angriffsziel von NATO-Gegnern. Da kommt ja nur ein zweiter Punkt dazu. Das ist ja absurd. Ja? Nämlich, dass derzeit ja massenweise Kriegsgerät durch Österreich durchrutscht. Schon passiert schon. Es kann ja durchaus sein, dass einmal eine Putin-Rakete den Zweck hat, so ein Nachlieferzug mit, weiß ich, keine Ahnung, 40, 50 Panzer-Abwehrraketensystemen abzuschießen. Die Regierung ist hier völlig, um ein Wort zu verwenden, das du gerne verwendest, blam-blam und bringt uns ohne Not in einer Gefährdungslage als Angriffsziel von potenziellen Aggressoren, die natürlich diese NATO-Waffen, Abwehrraketen ausschalten wollen. Punkt 1. Punkt 2 ist, selbst wenn es passieren würde, der Fall ist nicht nur unwahrscheinlich, sondern absurd, dass plötzlich eine Rakete irgendwo aus dem Ural oder sonst wo aufsteigt, ja, und Richtung vielleicht als Ziel hat den Stephansplatz in Wien. Naja, es könnte ja Eisenbahnanlage sein. Dann steht das ja nicht einmal, das steht auf der Rakete nicht drauf, wo das Ziel ist, sondern die Rakete fliegt dort weg und jetzt darf ich da ein Geheimnis verraten, was alle Menschen, offenbar diese Regierung nicht weiß.
An der gesamten Ostgrenze der NATO stehen überall Raketenabwehrsysteme. In Polen, in Tschechien, sogar in der Slowakei, unserem Nachbarland, stehen Patriot-Abwehrsysteme. Das heißt, sobald dort eine Rakete aufsteigt und nur Richtung Westen fliegt, ist die schon, wenn sie über die Grenze von Russland fliegt, an der Grenze von den Patriot-Abwehrsystemen, die es eh schon gibt, abgeschossen. Die kommt überhaupt nicht nach Mitteleuropa, sondern die ist schon abgeschossen. Also, das heißt, es wird uns wieder, wir werden wieder mal für dumm verkauft, indem die Regierung sagt, wir brauchen das jetzt unbedingt, weil wir müssen uns ja selber schützen. Und dann kommt der dritte Punkt dazu, da setzt sich der Chef der österreichischen Luftwaffe in die Zeit im Bild 2 und sagt dort aus dem Brustton der Überzeugung, wir sind unfähig, unseren Luftraum zu überwachen. Das muss man sich alles einmal vorstellen. Das heißt, eine Bankrotterklärung unseres Heers, unserer Verteidigungspolitik. Wir haben zwar jetzt dieses hinteren Flieger angeschafft, die unseren ruft, aber das funktioniert alles nicht. Also was in unserer Politik derzeit los ist, absurd. Es ist gefährlich, was diese Regierung macht. Und die kehrt so rasch wie möglich in die Wüste. Darf ich bitte eine Frage noch stellen? Weil einen Punkt hast du noch nicht ganz klar beantwortet. Also deiner Meinung nach verletzt diese Regierung die Neutralität sowieso nonstop und in flagranti. Ist das Sky Shield ein Bruch der Neutralität, ja oder nein? Absolut, weil du ja Teil eines NATO-Abwehrsystems wird. In diesem Sky-Shield sind ja nur NATO-Staaten und ein Land, das gerade NATO-Staat wird, nämlich Schweden. Sonst sind ja nur NATO-Staaten drin. Das ist ja nicht einmal ein europäisches Projekt, sondern ein NATO-Projekt, ganz klar. Auch in der Finanzierung, die Waffen kommen aus den USA, die Systeme, und wir verpflichten uns skurrilerweise, amerikanische Waffensysteme über den Umweg der NATO in Österreich zu installieren, damit wir irgendwelche Geisterraketen abfangen, die eh nicht bis zu uns kommen. Also du sagst, Sky Shield ist ein klarer Bruch der Neutralität nach deiner Meinung. Ein glatter Bruch. Ja. Josef, glatter Bruch oder willst du noch mehr wissen, bevor auch, du nein, das sagst? Nein, es ist auch wirtschaftlich bedenklich. Schau, man kann den französischen Staatspräsident Macron mögen oder nicht mögen, aber ich finde, er hat ein paar politische Ansagen, die sind richtig. Er fährt nach Peking und sagt, auch in der China-Frage, wir sind keine Vasallen der USA. Er sagt aber auch, man muss versuchen, bei der Rüstungsindustrie und auch bei diesen Abwehrsystemen das europäische Element der Technik, die Unabhängigkeit von den USA, die Unabhängigkeit von China, von allen, zu stärken. Und man kann nicht einfach sagen, jetzt haben wir amerikanische, israelische Abwehrsysteme, die Geschichte hat sie. Na klar, der Kern der NATO ist die USA. Die zahlen das meiste ein, die sind die größte Militärmacht und so weiter. Und da hat Österreich meiner Meinung nach aus dem Grund nichts verloren da drinnen, weil das wirtschaftliche Abhängigkeiten sind und weil der Weg, Europa soll unabhängiger werden, und was soll da so schlecht sein an diesem Gedanken, da Österreich nicht dabei ist. Und das, was mich immer misstrauisch macht, ist, wenn es so schnell geht. Ja. Freitag gibt es den Tag, wo ich eine Unterschrift machen muss. Die Tana muss schnell am Freitag was unterschreiben. Mir kommen die Tränen vor Mitleid. Ja. Wieso hat es die plötzlich so eilig? Da stimmt etwas nicht. Und das vor, vor den Sommerferien. Vor den Sommerferien. Eingebettet, was keiner mehr mitkriegt. Ja, das Parlament ist auch schon aus. Ich glaube, alle sind verblödet. Ja. Und das finde ich, das geht mir an und das ist nicht in Ordnung. Und daher muss man, glaube ich, das möglichst öffentlich machen, möglichst kritisch darstellen. Und das natürlich über vieles wir diskutieren könnten, ob das in die Neutralität einpasst oder nicht. Also man kann sogar schon darüber nachdenken, wie das mit den Sanktionen ist. Ja? Ob nicht ein Teil der Sanktionen eigentlich auch schon äußerst am Rand des Neutralitätsverständnisses ist. Man kann, wie die Schweizer das gesagt haben, ja, man kann sagen, muss bei zwei Konfliktparteien ein Konfliktpräsident dann im Parlament reden. Ist das neutral oder nicht? Also wenn man streng auslegt, fordert man ein paar Sachen nur ein, wo die Neutralität im höchsten Maße, wie soll ich sagen, relativiert wird. Ja. Aber von der rechtlichen Definition her ist vor allem das militärische Element der Kern dessen, wo unsere Neutralität definiert wird. Also wie gesagt, nicht Mitglied in einem Waffenbündnis, nicht Waffen liefern in Kriegsgebiete und nicht durchmarschieren lassen und. Die ganzen Waffentransporte durch Österreich, über die kann man schon diskutieren, weil das auch schon etwas ist. Also unter Kreisky wäre das noch ein Bruch der Neutralität gewesen. Mittlerweile sagt man, es ist keiner mehr, aber bitte sehr. Ja, das sind die das zu versuchen zu unterhöhlen, zu unterwaschen. Ja. Und ich bin da eigentlich mehr als skeptisch, aber die sollen da einmal weiter nachforschen und suchen. Aber was die Regierung jetzt macht, ist ein Wahnsinn. Ja.
Gut, dann habe ich noch eine kecke Schlussfrage zu dieser ersten Runde. Da gibt es jetzt ja in der FPÖ, aber auch bei anderen politischen Akteuren, ein neues Lieblingswort. Das heißt, die EU ist kriegsgeil. Stimmt das? Und vor allem stimmt die Behauptung, dass die EU kriegsgeiler ist als die NATO? Ja, das ist eh noch milde ausgedrückt. Wir haben ja da schon stärkere Begriffe eigentlich verwendet. Von der Flinten-Uschi wissen wir ja, dass sie nur aufrüsten will und noch mehr Milliarden in Kriegsmaterial investieren würde, das wir dann der Ukraine zum Verhatzen schicken. Also das haben im Zusammenhang mit der Uschi noch nie das Wort geil verwendet. Ja, das tue ich mir auch schwer, muss ich ehrlicherweise sagen. Außer kriegsgeil. Kriegsgeil ist. Ja. Natürlich, Moment passiert, ist auf europäischer Ebene ja ein Paradigmenwechsel, vor allem auch jener politischen Gruppierungen, und jetzt vor allem erklären wir als Erster die Grünen ein, die über Jahrzehnte lang und auch aus dem Gedanken heraus des Pazifismus gegründet worden sind, des Friedenserhalts um jeden Preis, und die sind in Deutschland und in Österreich, weil die sind ja auch für den Raketenschild, im Moment die vordersten Kriegstreiber. Die sind die allerersten, die sagen, auf in den Krieg, am besten denn es wahrscheinlich nur selber Maschinen sind eine, weil da fürchten sie sich davor, am besten noch mehr Waffen, und ich bleib dabei, mit noch mehr Waffen beendest du keinen Krieg, sondern nur mit Verhandlungen und ohne. Aber die Frage, Peter, ist ja, für uns war die EU ja immer ein Friedensprojekt, ein Wirtschaftsprojekt, ein Tourismusprojekt, Euro und so weiter. Ist sie jetzt ein Kriegsprojekt? Also ist die EU jetzt kriegsgeil? Ja, und zwar seit wir dieses System, das der NATO Sky Shield kennen, wissen wir, dass offenbar die EU sich dem unterwirft. Zwar nicht offiziell, weil es kein EU-Projekt ist, aber es sind halt immer mehr EU-Länder als NATO-Länder auch in diesem System drin. Was heißt das? Das heißt, diese vielen Besuche und Bussi-Bussi zwischen der von der Leyen und Biden haben Ergebnisse gebracht. Und das Ergebnis lautet, dass sich die Europäische Union den Amerikanern im militärischen Sinne, aber vor allem, und da hat Josef Czap völlig recht, im wirtschaftlichen Sinne unterwirft, weil all diese Waffensysteme im Wesentlichen, die NATO verwendet, US-amerikanische Waffensysteme sind und die europäischen ja nur Beiwerk sind. Da sind ein paar Leopard-Panzer dabei und ein paar Haubitzen für die Infanterie, was auch immer. Aber das Hauptgerät ist amerikanisches Gerät. Die Amerikaner haben entdeckt, wieder einmal, das ist nicht das erste Mal, wieder mal Europa als Spielplatz für ihre Waffensysteme. Und die Europäer nicken das ab und machen das alles mit. Also, und Österreich darf da nicht. Du sagst, die EU ist ein Kriegstreiber. Was sagst du, Josef? Schau, das Wort geil verwende ich, seitdem es das geile Mobil vom Kurz gegeben hat, nicht mehr. Das ist für mich erledigt, das ist kein Wort. Und auch kein Wort mehr. Mit der nicht. Frau von der Leyen würdest du es nicht. Nein, wird nicht, mit nichts mehr. Gut, es kommt bei mir nicht mehr vor. Auf die Art und Weise bist du wenigstens sechs. Ja, genau. Also das kommt bei mir nicht vor. Die Amerikaner betreiben Militär-Keynesianismus, Keynes, ne? Durch staatliche Investitionen, Arbeitsplätze schaffen, genau das machen die, finanzieren dann sich über die Notenpresse, die können ja Dollar drucken ohne Ende, und das machen die dort. Ja. Und, das ist, und da ist natürlich Europa und die Auseinandersetzung um geopolitische Einflusssphären ist natürlich da ein Exerzierfeld. Jetzt sage ich gleich, damit da kein falsches Bild entsteht, Engeln sitzen weder in Peking noch in Moskau. Ja, muss man gleich mal sagen, damit man da mal richtig sehen, dass da ein geopolitischer Konflikt immer mehrere dabei hat. Aber ich kann mich erinnern, als einer der Sprecher der Friedensbewegung, wie die Grünen auch mitgesungen haben, dieses Frieden schaffen ohne Waffen. Das ist ja herrlich. Ja. Und genau dieses Lied, das ihnen am liebsten dauernd vorsingen, vor allem der Baerböck da in Deutschland, die, glaube ich, komplett umgepolt wurde. Also aber du sagst, die EU ist durch die Grünen zu einer Kriegspartie oder Partei geworden. Das Wort geil willst du nicht verwenden. Nein, ich will das Wort geil nicht verwenden, aber ich würde sagen, dass die EU da in einer Art und Weise dabei ist. Die von der Leyen ist sehr freigebig mit fremdem Geld, muss man sagen. Und wenn sie jetzt sagt, bei der Ukraine mal 50 Milliarden, das ist ein Darlehen, und 17 Milliarden schenken wir den Ukrainern, wobei man hinzufügen muss, bei der Ukraine, die gern wissen, Transparenz, Korruption, wo geht das Geld wirklich hin und. Aber das ist eine andere Diskussion. Ja. Die 50 Milliarden, die sozusagen Darlehen sind, die werden wir auch nie wiedersehen. Und wenn das aber Steuergelder sind, und das sind Steuergelder, muss von Fall zu Fall immer wieder in Europa die Bevölkerung befragt werden, ob sie das will. Wird sie, dass es da, wird sie nicht. Und das finde ich, ist meine Kritik an der EU. Ist die EU kriegstreiberischer als die NATO derzeit?
Na, die zwei sind Seite an Seite unterwegs und zwischen den zwei passt kein Blatt. Ja. Gut. So, das war Chab Westenthaler. Zwei ehemalige außenpolitische Sprecher oder außenpolitische Kenner im Parlament zur Frage Sky Shield und wie sie heute sich dazu äußern würden. Beide würden vehement dagegen stimmen. Vor allem beim Josef Chab interessant, weil das würde dann seine Partei gleich wieder mal spalten. Ja, nur sicher. Aber schauen wir mal. Wollen wir nicht davon denkt reden auch und wer weiß, vielleicht schauen die ja jetzt zu und überlegen sich's dann bis morgen. In diesem Sinn, bis morgen und gute Nacht.